So, wir können anfangen, habe ich gehört. Herzlich willkommen im Namen der Moin Filmförderung beim Filmfest Hamburg zu unserem Panel in unserer Reihe All You Need Is Law mit drei Kooperationspartnern, drei Kanzleien hier aus der Stadt Hamburg. Gräf Anwälte, Unverzagt und von Have 5. Vielen Dank an unsere Kooperationspartner dafür, dass ihr uns unterstützt habt dabei, dieses Panel auf die Beine zu stellen. Danke auch nochmal an mein Team bei der Moin Filmförderung und danke an die Panelistinnen. Deutschland nach der Wahl heißt Deutschland vor der Gestaltung, würde ich sagen. Ich bin sehr gespannt, welche Fragen uns heute erreichen und übergebe das Wort an Maike Mia Höhne. Danke. Ja, vielen Dank. Hast du toll gesagt, das mit der Gestaltung, bevor wir gestalten, ja, eine Eins, sage ich nochmal dieses, was man sagen darf, es gilt auch am Sitzplatz Maskenpflicht, das wissen Sie, das tun Sie auch und bitte die Sitzordnung einhalten, Wunsch vom Filmfest, es ist nach Schachbrettmuster platziert, später spielen wir alle draußen Schach, die bauen extra was auf. Vielen Dank dafür. Und weil das Thema so wahnsinnig riesig ist, machen wir das jetzt hier kurz mit der Vorstellung, weil es ist einfach ein riesiges Thema. Dr. Carsten Broster, der Senator für Medien und Kultur aus Hamburg, ist da. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Nicht nur Sie, sondern auch Solin Youssef ist gekommen aus Berlin, aus dem Wedding, Autorin und Regisseurin. Vielen Dank. Gitta Konnemann sitzt hier online. Das ist Solin, das macht nichts, aber sie winkt und hat bis 3 Uhr Zeit. Hallo. Hallo. Sie ist Vorsitzende der CDU-CSU-Bundestagsfraktion und hat sich viel mit Film beschäftigt. Tabea Rösner ist da von den Grünen, Mitglied des Bundestags. Und Sie beschäftigen sich auch ganz viel mit Film, schon seit vielen Jahren. Und Martin Turowski hier an meiner Seite beschäftigt sich auch mit Film, weil du, hatten wir gesagt, führst Kinos und bist Vorstand im Kinoverband Schleswig-Holstein und hast interessante Thesen zur Kultur aufgestellt auf deiner Seite. Dazu kommen wir gleich. Es ist ein riesiges Thema und es ist eine große Möglichkeit, eine große Chance, jetzt nach der Wahl darüber neu nachzudenken, was wir vielleicht brauchen, weil wir brauchen auf jeden Fall was, darüber diskutieren wir schon seit ganz vielen Jahren. Was funktioniert eigentlich nicht? Das ist, glaube ich, eine wichtige Frage heute. So ein Aspekt wie Spaß, finde ich, sollten wir auch mitdiskutieren, auch wenn es womöglich nicht an erster Stelle steht, aber es muss irgendwo auch Spaß machen, dass man Dinge tut und nicht nur ein Jahr, sondern auch vielleicht viele Jahre. Und was muss eigentlich passieren, damit dieser Wirtschaftsfaktor Film, Kino als Schrägstrich eigentlich weiterhin oder überhaupt, Fragezeichen, erfolgreich bleibt, als so eine Eingangsfrage, als so eine These, vielleicht eine kurze Idee. Sie brauchen gar nicht 10 Minuten, aber so, vielleicht machen wir es mal so mit Stichpunkten und Ideen, die Sie so haben. Was muss passieren, damit es eigentlich weiterhin bleibt? Und ich glaube, wenn wir uns das alle nochmal so für dieses Panel jetzt mal so gedanklich vornehmen, hey, alles ist möglich, wir sind nach der Wahl, alles geht. Lasst uns das mal denken. Vom Film verlangen wir das, von der Kunst verlangen wir das. Sie soll immer anders sein, immer neu. Dafür kriegt man Preise. Wie kann etwas neu sein, wenn was anderes ganz alt ist? Vielleicht muss man mal radikal denken und wir nutzen das hier einfach mal kurz, diese Stunde. Eine Stunde werden wir sprechen, 1/4 Stunde. Frau Konnemann muss um 3 gehen. Das heißt, wenn es bis dahin Fragen gibt, die unbedingt an Sie gehen sollen, dann lassen Sie uns das, Julia, vielleicht könntest du oder Amer ist hier, wissen lassen, mich darüber wissen lassen, dass wir die Frage noch stellen können. Hiermit übergebe ich in die Runde und sind alle groß. Wer möchte? Was muss anders werden? Was kann anders werden, damit es überhaupt erfolgreich wird? Alle gucken mich an. Mitte, das ist die Mitte. Die großen Erwartungen an die zukünftigen Koalitionsverhandlungen. Ja, ich glaube, in der Branche gibt es sehr viel Kreativität. Und diese Kreativität wird häufig ausgebremst aufgrund von schwierigen Förderungen. Ich war jetzt gerade auf der Verleihung des Deutschen Filmpreises. Ein Film, der prämiert wurde, der hat 7 oder 8 Jahre gebraucht, bis er realisiert werden konnte. Wir haben einen Fördertourismus. Wir haben natürlich auch Herausforderungen durch die Streamingdienste.
Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir die Filmförderung auf neue Beine stellen und auf neue Füße und die Förderung insgesamt vereinfachen. Vielleicht ist es auch besser, wenn es höhere Fördersummen gibt, anstatt viele kleine, damit eben nicht Drehbücher umgeschrieben werden und wir keinen Fördertourismus haben. Und ich glaube, es ist eine große Aufgabe, tatsächlich die Vielfalt im Film stärker abzubilden. Also Stichwort Frauen. Nehmen wir, genau. Aber nicht nur Frauen, sondern generell, dass unsere Gesellschaft sich auch abgebildet fühlt. Und das Dritte ist, wir stehen vor großen Herausforderungen zur Bewältigung der Klimakrise. Und da hat die Filmwirtschaft auch einen großen Anteil, den sie leisten kann. Und dieses muss durch Anreize stärker gefördert werden. Vielen Dank. Solin? Ich glaube, du hattest gerade schon so geguckt. Oder Herr Broster, genau. Lass mir noch ein bisschen Zeit. Ich würde gerne noch ein bisschen zuhören. Und dann gehe ich mal als Kreative darauf ein. Na gut, dann machen wir es nochmal unkreativ. Nein, also tatsächlich glaube ich, sagen, das eine ist tatsächlich, dass wir uns angucken müssen, passen eigentlich diese ganzen Förderinstrumente, die da rumliegen, wie in so einem Werkzeugkasten, der völlig unsortiert ist. Das sieht so ein bisschen so aus wie mein Werkzeugkasten zu Hause, aber ich habe das Gefühl, ich suche ewig lange nach dem Schraubenzieher, dass, wenn ich mich aber daran erinnern würde, genau, furchtbar sortiert. Aber irgendwann finde ich ihn dann auch, aber es dauert einfach viel zu lange schon an der Stelle, um überhaupt die Passung zu finden. Und die Frage ist, passen die Dinge, die der Bund in den letzten Jahren entwickelt hat, eigentlich noch zusammen, die schon da nebeneinander liegen? Dann kommen noch die Länderförderungen dazu, wie passt das? Dann kommt eben in der Tat der Umstand, auf den Tabea Rösner schon hingewiesen hat, dass wir in Deutschland so wahnsinnig viele Movies haben, weil das die einzige Möglichkeit ist, noch überhaupt sozusagen diese Förderungen dann auch sinnvoll in einem Plot miteinander zu kombinieren. Und ich glaube, das mal in einem tatsächlich ernst gemeinten Filmdialog zwischen Politik, und zwar Bund und Land und Filmwirtschaft, zu sortieren und zu überlegen, wie muss das eigentlich aussehen, das ist dringend an der Zeit. Auch mit Blick auf die Frage, was brauche ich denn zusätzlich noch, weil die Modelle liegen ja auch auf dem Tisch. Also gehe ich noch in die Frage Investitionsverantwortung von Streamingdiensten hinein, soll da noch was passieren, ist eine Umstellung auf ein Tax-Incentive-Modell etwas, was für bestimmte Bereiche Sinn haben kann. Und ich glaube, all diese Sachen nebeneinander zu legen, deutlich zu vereinfachen und besser aufeinander abzustimmen, das ist tatsächlich der erste entscheidende Punkt, um den es gehen muss. Der zweite Punkt, den ich dazu nehmen müsste, ist die Frage, wie gehen wir eigentlich mit dem Kulturort Kino um? Auch das ist was für mich zur Filmpolitik essentiell dazugehört. Kinos sind an vielen Stellen im Land fast der letzte öffentliche Kulturraum noch in den kleineren Kommunen, wo es noch nicht mal mehr sozusagen ein Theater gibt oder sowas, wo vielleicht noch ein Gemeindesaal der örtlichen Pfarrei da ist, den ich nutzen kann. Aber wie sichere ich das Kino als Kino, aber auch als öffentlichen Ort unter Umständen über die Kinonutzung hinaus? Das ist ja durchaus auch ein spannender Punkt, wo sich viele interessante Kooperationsprojekte vor Ort ergeben, die man auch kulturpolitisch sich nochmal angucken kann und denen Wind unter den Segeln geben kann. Und das Dritte ist dann in der Tat dieser gesamte Bereich, der ja gerne so als, ja, das machen wir, wenn wir Zeit haben und wenn irgendwie die ökonomischen Fragen geregelt sind, Themen adressiert wird, was aber eigentlich genauso in den Kernbereich gehört und was Moin, die Filmförderung in Hamburg-Schleswig-Holstein, vormacht. Also wie gehe ich mit Nachhaltigkeitsthemen verpflichtend um? Sozusagen, das ist einfach, hier ist das gelernt, das finde ich gehört aber eigentlich bei jeder Förderung dazu, dass das nicht etwas ist, was man auch machen kann, sondern was schlicht sein muss, wenn ich eine öffentliche Förderung bekomme. Und die Frage, reflektiere ich Diversity-Aspekte in meiner Produktion genauso? Das heißt ja nicht, dass ich sozusagen an der Stelle Vorgaben mache, aber den Reflexionsprozess anzuregen, halte ich an der Stelle für essentiell, wenn wir Repräsentanz schaffen wollen und nicht so alte Muster reproduzieren wollen, die nicht mehr zu unserer Gesellschaft passen. Ich glaube, das sind Themen, die wir politisch machen können, die alle ein Ziel haben, am Ende dafür zu sorgen, dass Menschen, die im Kinosaal sitzen, Spaß haben. Aber das kann ich nicht herbeiregulieren, sondern wir können nur Rahmenbedingungen dafür setzen, dass Kreativität dann möglich ist. Ja, okay, wenn Solin noch ein bisschen zuhören möchte. Ich möchte da tatsächlich direkt dran anknüpfen. Da hat mir sehr, sehr viel sehr gut gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und mich wundert, dass wir das politisch in den letzten Jahren so aber noch nicht geschafft haben. Ich vergleiche das immer ganz gern mit Autos und Straßen. Wir haben ganz viele Autos und an manchen Stellen aber zu viele Autos und zu wenig Infrastruktur, um diese Autos überhaupt zeigen zu können. Also ich spreche jetzt hauptsächlich natürlich aus der Brille eines Kinobetreibers, das muss man immer betrachten. Für einen Streamingdienst ist es vielleicht toll, 1000 Filme in der Hinterhand zu haben. Aber für mich als Kinobetreiber ist es wichtig, gute Filme
gerne auch einigermaßen viele Filme zu haben, aber die dann in einer hohen Qualität auch gut zeigen zu können und auswerten zu können. Und daran hapert das. Und da gibt es tatsächlich so einige Dinge. Natürlich müssen wir zusehen, dass die Filme anders gefördert werden, dass wir also wirklich Hochleistungsfilme haben, damit wir im europäischen Vergleich und nachher im internationalen Vergleich wieder ganz weit vorne mitspielen können. Das schaffen wir manchmal, aber schaffen wir nicht immer. Und da sind die jetzigen Förderstrukturen, meine ich, schlecht. Es ist ja auch unvorstellbar, dass die Gelder, die wurden erhöht, aber der Output wurde nicht dementsprechend oder war nicht so effektiv für uns Kinobetreiber, wie wir uns das gewünscht hätten. Und das zeigt, dass da irgendwas in der Bürokratie, in der Art und Weise, wie gefördert wird, falsch geht. Das andere, und deswegen, das hat mich richtig gefreut, so zu hören als Kinobetreiber, wir müssen die Orte Kino natürlich ganz, ganz anders gestalten, damit die Attraktivität des Films und des Kinogenusses wieder nach vorne kommt. Und ganz bisschen ist jetzt schon gemacht worden. Ich sage auch immer, betone das ganz, ganz bisschen. Das ist nämlich eine Förderung, Zukunftsprogramm Kino nennt sich das, mit dem wirklich die Kinos unterstützt werden. Aber meine große Angst ist, da hat man jetzt vielleicht mal für 2-3 Jahre was gemacht, auf 5 Jahre ist es ausgelegt und dann war es das. Das muss eigentlich der Anfang sein. Wir müssen bitte bedenken, wir sind, und da stimme ich ja in Brüssel genau zu, wir sind der einzige Kulturort, flächendeckend die Kinos, den es überhaupt so in dieser Form gibt, der nicht durch den Staat gestützt wird. Viele wissen das gar nicht. Es gibt einige Bundesländer, Hamburg ist da ziemlich gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Es gibt aber andere Bundesländer, die unterstützen die Kinos null in Investitionsfragen und anderen Sachen. Insofern bin ich ja froh, dass der Bund jetzt ein Stück was gemacht hat. Aber da muss ganz, ganz anders rangegangen werden. Die Kinos müssen attraktiv sein. Sie müssen schön sein für die Besucherinnen und Besucher. Und dann brauchen wir gute Filme. Und nur dieser Zusammenschluss ist wichtig. Es bringt uns nichts, ganz, ganz tolle Filme zu haben. Ich bin jetzt mal ganz fies zu meinen Kolleginnen und Kollegen, wenn wir ramschige Kinos haben, in denen sich keiner wohlfühlt. Das muss man mal so ganz deutlich sagen. Der Anspruch unserer Zuschauerinnen und Zuschauer ist enorm gestiegen, logischerweise. Und dem müssen wir nachkommen. Und wir sind ein super Kulturort. Und wir müssen alles dafür tun, dass dieser Kulturort nicht wegstirbt. Denn die Vergangenheit hat gezeigt, wo ein Kino weggegangen ist, ist kein neues entstanden. Und das muss verhindert werden. Wir sind der größte Kulturanbieter. Wir haben vorhin darüber kurz gesprochen, kann ich nachher gerne noch was dazu sagen. Es ist wichtig, dass wir die Kultur auf dem Lande wirklich hochhalten. Und das macht im Augenblick nur Kino. Ja, vielen Dank. Das hört sich sehr schön an. Meistens auch ein bisschen utopisch. Deswegen freue ich mich darüber zu hören, wie die Lösungsansätze sind oder beziehungsweise was die Aufgaben, wie sie in der Umsetzung sozusagen aussehen können, ob für das Kino, für den Kinofilm oder eben für die Förderprozesse. Ich erlebe das sehr oft, dass jetzt gerade so eine Art fast schon Kampf entsteht zwischen den Streamern und dem Kinofilm. Was ich wirklich sehr schade finde, weil ich habe das Gefühl, die Streamingdienste befördern eigentlich viele junge FilmemacherInnen, die bis jetzt nicht die Chance bekommen haben, in der Größe ihre Geschichten zu erzählen, über alle Genres hinweg. So, das war alteingesessene, sozusagen fast schon elitäre Veranstaltung deutscher Kinofilm. Und diese Prozesse werden jetzt aufgebrochen. Das ist etwas Positives, das ist ein Goldrausch für die Kreativität, für viele junge FilmemacherInnen, die verschiedenen Perspektiven jetzt darlegen können. Und davon kann sich die Kinoförderlandschaft sehr, sehr viel abgucken, in allererster Linie. Das Zweite ist, die Kinos selbst sozusagen und dann darauf aufbauend auch nochmal die Gedanken zu Förderprozessen sozusagen und warum das so schwierig ist, für viele Filmemacher sich nur eben auf den einen Kinofilm zu konzentrieren, weil es teilweise 3 bis 4 Jahre dauert. So, und das ist die Frage, wie ernährt man dann seine Kinder, sich selbst und alles, was einen selbst noch beschäftigt, wenn man in diesen Prozessen sozusagen parallel 2-3 Projekte zu bewältigen hat, um am Leben zu bleiben. So. Das andere mit den Kinos ist, glaube ich, die Frage nach, wer ist mein Publikum? Das funktioniert in den Streamerdiensten sehr gut. Also ich kriege ja sozusagen alleine auf meiner Website nach einem bestimmten Algorithmus das angeboten, wo ich mich, wofür ich mich interessieren könnte. Das heißt nicht, dass ich mich nicht auf die Suche begebe und meine Weitsicht sozusagen da ist, um andere Dokumentarfilme zu sehen oder eben Dokumentarserien und, und.
Aber dennoch ist es so, es ist spezifisch auf mich als Zuschauerin sozusagen ausgelegt. Ja? Und ich werde sozusagen irgendwo angelockt. Das heißt, was ich oft erlebe in vielen Programmen, auch Kino, also kleinen Programmkinos, ist es oft eine, natürlich auch durch den Überlebenskampf, den Sie ja gerade beschrieben haben, eine nicht unbedingt direkter Zugang zu den ZuschauerInnen. Das heißt, ich erlebe das jetzt gerade Kino oft als Erlebnis dann nochmal durch den ganzen Prozess der Entwicklung der Streamer verkauft wird. Ja, sei es jetzt auch im Liegekino oder sei es jetzt im 4D sozusagen, oder also da gehen ja sozusagen auch die, ne, die Aufgabenstellung überall hin. Wie kriegen wir die Zuschauer nochmal ins Kino rein? Und da denke ich aber, was mich an meinen Streamer bindet, ist ja das, was er mir anbietet, sozusagen, ne? Und keine Wahllosigkeit an Programmen, die innerhalb von einer Woche sozusagen und alle Woche wieder Filme austauschen, die kaum gesehen werden können, weil sie auch nicht so gut beworben werden. Zumindest nicht so, wie wir es in den Streamer-Diensten erleben und erkennen. Und das ist so von meiner Seite jetzt nur als sozusagen Erfahrungsprozess aus den letzten Streamer-Kinojahren. Ich muss noch dazu sagen, die Kinolandschaft ist nicht durch die Streamer quasi zugrunde gegangen. Das hat schon vorher angefangen. Das würde ich gerne noch dazu ergänzen. Genau. Sie ist auch nicht zugrunde gegangen, das will ich auch mal betonen. Nein, ich meine, ja, es ist sozusagen schon, wir sind alle sozusagen am Verzweifeln über die Entwicklung der letzten Jahre. Und ich lese sehr viele Interviews mit Kinobetreibern, die mir sehr nahe gehen, ja, wenn sie sich sozusagen ein Leben lang für ihre Kino- und Kinoprogramme aufgeopfert haben und man liest sozusagen, die Zuschauer bleiben einfach weg und die Pandemie hat natürlich ihr Übriges dazu getan. Das ist jetzt kein einfacher Kampf, ja, und das berührt einen natürlich sehr, inwieweit jetzt kreativ nach einem Umdenken sozusagen gesucht wird. Ja, es ist ja auch richtig. Und dennoch glaube ich auch ebenfalls, dass man die Betreiber nicht alleine lassen kann, sondern dass es ein viel größerer politischer als auch ja, ein inhaltlicher Prozess sein muss. Für was stehen die Kinos denn eigentlich heutzutage noch? Ja. Ich würde das nochmal unterstreichen, weil ich die Kinos ja eben nicht erwähnt habe, aber die Kinos sind ja nochmal ein ich ganz, anderer, Blick, Frau Konnemann, nach, Frau ganz anderer Diskussions- und Resonanzraum. Ne, das habe ich ja zu Hause nicht, wenn ich auf der Couch sitze oder in meinem Jugendzimmer oder wie auch immer und die Streamingdienste anschaue, da habe ich ja keinen direkten Austausch miteinander. Und das ist ja die große Stärke des Kinos, was wir für unsere Demokratie auch brauchen. Ja? Diesen Diskurs, den wir ja auch über viele Filme haben. Und das haben wir auch bei der Pandemie gemerkt, dass viele Leute das vermisst haben. Ja? Dieses gemeinsam ins Kino gehen, gemeinsam darüber diskutieren, gemeinsam hinterher noch ein Bier trinken. Ne? Das war das, was den Leuten auch gefehlt hat und was immer noch manchmal schwierig, aber ich war jetzt auch wieder im Kino, ich fand es toll. Nur, man muss, glaube ich, unterscheiden, weil manche Filme auch echte Kinofilme sind und die funktionieren ja auf den Streamingdiensten gar nicht so. Und manche vielleicht eine bessere Auswertung hätten, wenn sie in den Streamingdiensten oder irgendwie digital verwertet werden. Und wir haben ein sehr starres System. Das ist zwar jetzt so ein bisschen aufgebrochen worden bei der kleinen Novelle des FFGs, aber ich glaube, dass es auch Filme gibt, die ein ganz anderes Publikum finden würden, wenn die Sperrfristen und so weiter nicht so strikt wären. Und ich glaube, in diese Richtung müssen wir weiter denken und das ja, möglicherweise für jeden Film neu bewerten. Wo findet dieser Film sein Publikum? Vielen Dank. Frau Konnemann, Sie hatten sich auch gemeldet. Ja, vielen Dank. Es ist ja immer ein bisschen schwierig, wenn man digital beigeschaltet ist und nicht auf dem Podium sitzen kann. Aber danke, dass Sie es ermöglichen. Ich möchte an gleich ein Wort anschließen von Tabea Rösner, die sagte, Kino ist halt immer etwas Besonderes. Es ist ein Sehnsuchtsort, aber ein Sehnsuchtsort, der natürlich gerade in den letzten Jahren stark unter Druck auch gewesen ist. Und deshalb war es uns als große Koalition, und ich glaube, die Kollegin Rösner wird unterstreichen können, dass wenn es um Kulturpolitik, auch gerade um Filmpolitik ging, wir auf Bundesebene relativ an einem Strang gezogen haben. Das war bei der FFG, der kleinen FFG-Novelle jetzt ebenso,
wie auch wenn es um Förderprogramme ging, wo es keine Verzahnung in der erforderlichen Art gegeben hat, waren eigentlich Bund und Länder. Und wir sehen es an bestimmten Förderprogrammen, dass wir zurzeit tatsächlich nicht die ausreichende Abstimmung haben der Förderprogramme des Bundes auf der einen Seite, der Länder und auch der Filmförderanstalt. Und das heißt, dass eine der Herausforderungen der Zukunft darin liegen muss, tatsächlich dort zu einer größeren Gemeinsamkeit zu kommen. Das ist aber tatsächlich häufig so, dass der Bund, egal wie er übrigens gerade farbentechnisch regiert wird, manchmal sich den Ländern auch gegenüber sieht. Wahrscheinlich wird das Herr Boster auch entsprechend bestätigen können. Und wir haben versucht, in den letzten Jahren etwas zu machen, und ich komme auf diesen Sehnsuchtsort Kino zurück, dass wir gesagt haben, Filmförderung ist das eine, aber der beste Film hilft nichts, wenn er keine Ausspielungsmöglichkeiten mehr im Inland hat. Und das heißt, wir müssen das Kino ebenso fördern wie übrigens auch Drehbuchautoren. Nur alles in allem wird ein Bild daraus. Und das war der Ansatz, der uns übrigens auch geleitet hat vor Corona. Uns war es wichtig, eben auch Arthouse-Kinos, Programmkinos, aber übrigens auch Kinos in ländlichen Regionen zu stärken. Denn das, was für die Stadt gilt, das Kino als Begegnungsort, gilt für ländliche Regionen erst recht. In vielen kleinen Städten ist das Kino häufig der letzte Medienort, neben der Bücherei, der letzte Begegnungsort, Informationsort. Und vor diesem Hintergrund haben wir ja auch die entsprechenden Zukunftsprogramme Kino als große Koalition aufgelegt, aber eben auch das Kino-Comeback gefördert oder versucht zu fördern in den Corona-Jahren. Und von daher ist es spannend zu lesen, dass die Kinos relativ gut durch die Schließzeit gekommen sind, auch bedingt durch die Hilfen. Es ist auch gut zu wissen, dass wir nach wie vor unfassbar viele Talente vor und nach der Kamera in Deutschland haben, was Deutschland ja auch als Standort für ausländische Produktionen attraktiv macht. Auch das sollte man zur Kenntnis nehmen. Aber ich stimme der Kritik absolut zu. Wir haben das Problem, dass der deutsche Film im internationalen Vergleich nicht top ist, keine Spitze darstellt. Das zeigt sich an mangelnden Auslandserfolgen und Festivalplatzierungen. Und vor diesem Hintergrund haben wir übrigens nicht nur die Herausforderung, sondern auch die Chance, etwas zu tun im Rahmen der jetzt anstehenden Novelle des Filmfördergesetzes. Wir haben ja nur eine kleine gemacht, auch wegen Corona. Wir haben mit der Novelle die Möglichkeit, auch die Weichen neu zu stellen für mehr künstlerisches Wagnis. Absolut d'accord. Übrigens weniger Gremienfilme, wo wir das Problem haben, dass sie entweder allen gefallen oder niemandem gefallen. Und übrigens auch weniger nivellierendes Reinreden von zu vielen, zum Beispiel Senderverantwortlichen. Das wäre dann noch ein Thema für sich selbst. Und vor diesem Hintergrund bietet die Novelle dort einigen Raum, aber eben auch gleichzeitig die Abstimmung zwischen Bund, Ländern und FFA. Ich möchte jetzt nur noch ein kleines Beispiel nennen, weil wir es aktuell erleben. Wir haben zurzeit tatsächlich eine Aussperrung von Kindern und Jugendlichen von der kulturellen und demokratischen Teilhabe auch des Kinos. Denn wir haben die Situation, dass Schülerinnen und Schüler in den Herbstferien nicht wie zu Schulzeiten regelmäßig getestet werden und durch den Schülerausweis problemlos ins Kino kommen könnten. Und gerade zu so einer Zeit, wo auch deutsche Verleiher ihre Kinderfilme starten, wird damit dem jungen Publikum der Zugang zum Kino erheblich erschwert oder faktisch ganz unmöglich gemacht. Und da brauchen wir praktische Regelungen, die wir aber wieder nicht in jedem Land haben. In Niedersachsen leben wir zurzeit, dass die unter 18-Jährigen in Gänze von der Testpflicht befreit sind. In Bayern gelten die Schüler in den Ferien als getestet. Also da wäre es schon gut, wenn es sehr schnell auch innerhalb der Länder zu einheitlichen Regelungen kommen könnte. Vielen Dank.
Also vielleicht erstmal für die Hamburger, die zusehen, in Hamburg gelten die unter 18-Jährigen auch als getestet. Da sie alle Schüler sind, weil die Schulpflicht bis 18 gilt, kann man da auch problemlos mit den Kids ins Kino gehen und sollte das jetzt auch nutzen. Aber natürlich ist eine ganze Menge dran an dieser Frage, wie verzahnen sich eigentlich Bund, Länder und in anderen kulturpolitischen Feldern und teilweise bei der Kinohilfe ja auch noch kommunale sozusagen Förderstrukturen, weil die eng miteinander zusammenhängen. Deswegen haben sich die Länder ja vor einigen Jahren auch als Kulturministerkonferenz zusammengefunden, um überhaupt mal einen eigenständigen Resonanzraum zu schaffen, der dann auch verhandlungsfähig ist mit dem Bund und an der Stelle dann auch eine klarere Schnittstelle formuliert. Aber wir sind da alle miteinander noch nicht so gut, wie wir es sein müssten. Das hat auch was damit zu tun, wenn man sich anguckt, doppeln sich an der einen oder anderen Stelle Förderstrukturen oder wie sieht es jetzt aus mit den Ausfallfonds, die wir beispielsweise haben, um Produktionen abzusichern. Da wären wir für eine etwas längere Laufzeit gewesen als sozusagen Filmländer, während der Bund dann gesagt hat, nee, irgendwie Ende des Jahres ist auch schön. Also da passt nicht immer alles zusammen und das wird eine Aufgabe sein. Deswegen der Hinweis auch für den Film, auf diesen Filmdialog, weil ich wirklich finde, Bund, Länder und Filmwirtschaft müssen da gemeinsam an einen Tisch und müssen überlegen, wie muss dieses System aussehen. Und das ist dann anstrengend, das darf auch nichts sein, was sich ewig hinzieht, aber das muss man organisieren mit dem Ziel, dann auch Entscheidungen zu treffen. Und ehrlicherweise finde ich, eine Novelle des Filmfördergesetzes muss ein Ergebnis eines solchen Prozesses sein. Deswegen darf der auch nicht ewig dauern, sondern muss an der Stelle auch zügig vonstatten gehen. Ich will noch einen Satz sagen zu dieser Frage und sagen, verschwindet jetzt irgendetwas, weil irgendeine neue Form des Medienkonsums dazugekommen ist bei den Streamingdiensten, durch die Streamingdienste. Das kennen wir ja aus der Mediengeschichte immer. Also ich meine, das Theater ist gestorben, als das Kino erfunden wurde. Das Kino ist auch schon mal gestorben, als das Fernsehen erfunden wurde, darf man nicht vergessen. Und dann noch ein zweites Mal gemeinsam mit dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen, als das Privatfernsehen dazukam und nichts davon ist jemals passiert. Sondern es haben sich vielleicht sozusagen Haltungen der Rezeption verändert und bestimmte Dinge und sagen, das ist ja auch angesprochen worden, bestimmte Filme gucke ich dann vielleicht nicht mehr im Kino, das ist vielleicht aber auch gar nicht schlimm, dafür gucke ich andere Filme erst recht im Kino, weil sie eben dieses sinnliche Überwältigtwerden in Gemeinschaft in einem Saal brauchen. Und an der Stelle mit der Aura des Erlebnisses Film tatsächlich zu arbeiten, das ist, glaube ich, was ganz Essentielles, wo Kino sich auch nochmal anders als Erlebnisort wird begreifen müssen und auch selber erfinden muss neu. Das ist nicht mehr sozusagen etwas, was ich dann nur da bekomme, aber ich bekomme es da halt qualitativ hochwertiger und das Ganze geht unter Umständen rein in eine Diskussion, die ja viel breiter ist und die was zu tun hat mit der Frage, wo sind in unserer Gesellschaft eigentlich die öffentlichen Orte, in denen wir uns als Gesellschaft noch treffen? Und ich finde, wenn wir uns alle mal prüfen, das, was wir so jetzt nach der Pandemie in Anführungszeichen, also nach der engen Beschränkung dieser Lockdowns erleben, wenn wir wieder in so einem fast vollbesetzten Saal sitzen, das macht ja auch was mit uns. Also das verändert ja auch die Art und Weise, wie wir Kunst erleben, dieses in Gemeinschaft dort miteinander sitzen, dieses Moment der Kopräsenz. Ich halte das für ganz essentiell und ich glaube, dass das ein Wert an sich ist, mit dem man auch noch ganz anders arbeiten muss und erst recht auch in der Rezeption von Filmen. Weil natürlich haben Leute sich während der Lockdowns zu Hause sozusagen Home-Entertainment-Anlagen hingesetzt, die mit dem eines kleineren sozusagen Programmkinos wahrscheinlich konkurrenzfähig sind. Aber es ist trotzdem noch was anderes. Wie gesagt, ob ich da mit 50 Leuten sitze und danach noch beim Bier vorne stehe oder draußen noch mit 5 Leuten sage, komm, wir gehen noch irgendwo hin und dann wird geredet. Weil dieses Initialisieren des gesellschaftlichen Sprechens, das ist doch das Besondere. Es kann doch nicht sein, dass wir Kunst ins Private verlagern. Und was mich da so ein bisschen zuversichtlich macht, ist, wenn ich mir den Literaturmarkt angucke oder den Musikmarkt, wo man ja denken könnte, auch da habe ich die Rezeption zu Hause. Aber das sozusagen, wie Literatur sich heute zum Teil refinanziert, sind Lesungen. Und nicht das Hörbuch, das ich ja auch hätte, das vom Autoren eingesprochen worden ist, sondern das auratische Erlebnis, mit anderen gemeinsam das zu erleben, ist was Besonderes. Und dieses Besondere muss man, glaube ich, ganz besonders bauen dann auch. Und das setzt natürlich dann tatsächlich Auswertungsfenster und dergleichen voraus, weil das geht nicht bei jedem Film. Und vielleicht muss auch nicht jeder Film ins Kino, der heute noch ins Kino muss, weil er eine Förderung hat. Auch das hat was damit zu tun, wie entflechte ich das und über welche Wege refinanziere ich dann eigentlich was. Vielleicht kann ich an dieser Stelle ganz kurz, können wir die Expertise von Solin Josef nutzen. Du arbeitest für Streamingdienste und fürs Kino, um diesen Begriff Kino mal so stehen zu lassen. Wir haben gerade kurz gefragt, du machst jetzt einen Kinderfilm und hast eine ganz besondere Art und Weise der Förderung genießen können und hast relativ zügig sozusagen innerhalb eines Jahres eigentlich die Finanzierung aufstellen können und das ist wahnsinnig schnell. Wie geht das? Das nennt sich der besondere Kinderfilm. Genau, der heißt auch tatsächlich so. Und der besondere Kinderfilm formiert sozusagen alle wichtigen Fernsehanstalten, die auch Kinderfilm oder Redaktionen, die für Kinderfilm verantwortlich oder Kinderfilmprogramme verantwortlich sind,
als auch Förderanstalten, die ein gewisses Budget auch für Kinderfilme bereithalten müssen. So, und der Prozess läuft eben so, dass man im Rahmen des der 2,5 Jahre der Entwicklung, man reicht ganz normal ein Exposé ein, dann wird das weiterentwickelt zu einem Treatment bis zu der Drehbuchphase oder Projektentwicklung. Und in dieser Phase wird man auch begleitet von den RedakteurInnen. So. Und an einem bestimmten Punkt sind die Drehbücher auch so weit, dass sie den Leuten nicht fremd sind, weil sie sie begleitet haben. Und dann ist so eine Art Pitching. Und an diesen 2 Pitching-Tagen wird auch entschieden, weil alle eben zusammensitzen, 2 Tage zusammenkommen, wird auch entschieden nach einem halben Tag, wo alle Programme, die oder beziehungsweise alle Filme, die bis dahin es bis dahin geschafft haben, nochmal ein letztes Mal visuell oder wie wird das Ganze aussehen in einer Kreativumsetzung pitchen, wird dann gemeinschaftlich entschieden, für welchen Film geben wir unser Geld aus. Und es dauert diesen halben Tag. Und nach diesem halben Tag kriegt man sozusagen im Laufe des Tages oder eben am nächsten Tag schon die Bestätigung, welche Sender haben sich für dein Projekt entschieden und welche Förderanstalten sind dabei. Und dann wird ja auch eine Summe für deinen Film genannt, die du jetzt bekommen hast, für, als sozusagen Budget. Ja, in diesem Fall sind es 3 Millionen, hast du gesagt. Ja, in diesem Fall. Ist das übertragbar sozusagen von den Streamingdiensten? Würdest du sagen, es hat eine ähnliche Geschwindigkeit? Ich hake da jetzt nur so nach, ja. Weil es geht darum, wir sind in einer Wandel- und ne, Situation. Und ich habe mich gefragt, was? Auf jeden Fall, weil ich mich in dem Prozess auch gefragt habe, inwieweit eine Adaption dessen nicht auch für andere Kinofilme möglich ist. Also wir haben ja, ich glaube, in 4 Quartalen gibt es immer wieder Fördereinreichungen für Drehbuch, Projektförderung als auch Produktionsförderung. Und je nachdem, wie weit eine Produktion ist, kann sie sich eben bis da und dahin jedem Quartal widmen und die Einreichung machen. Da habe ich mich gefragt, ob es nicht logischer wäre, sozusagen, auf einen gemeinsamen Konsens zu kommen, in dem die Sender zum Beispiel auch von Anfang an einem Tisch sitzen, zusammen auch mit den Förderanstaltungen, um sich darüber im Klaren zu sein, will man denn eigentlich denselben Film? Also was wünscht man sich überhaupt? Was soll dabei rauskommen? Und nicht erst danach sozusagen in alle Richtungen verstreut und dann steckt der Kreative dazwischen und muss allen gerecht werden. Das heißt, der Prozess findet mit dem Kreativen statt und ich glaube auch, ich bin der festen Überzeugung, daraus entstehen dann auch die besseren Filme fürs Kino, für das Publikum, ja, und weil man ganz genau weiß, was man da macht, gemeinschaftlich. Im Vergleich sozusagen zu den Streamern ist das natürlich auch ein anderer, ähnlich guter Prozess, weil er ganz dicht dran ist an dem Kreativen. Ja, also das heißt, man wird sozusagen anders wahrgenommen als Schreiber, als dann vielleicht auch Regisseur oder Regisseurin des Projektes. Und man ist so gut aufgestellt in der Wahrnehmung und in der Umsetzung, dass man das Gefühl hat, obwohl man jetzt, ich habe natürlich viel gedreht, ist es aber trotzdem auch mein erster Kinderfilm. Ich werde anders wahrgenommen, weil es eben der eigene Stoff ist und danach gesucht wird und der besondere Kinderfilmrahmen das auch pusht. Das machen ja die Streamer genauso. Also ich habe befreundete Kollegen, die haben jetzt erst einen Langfilm gemacht. Und denen wird durchaus angetraut auch oder zugetraut, dass sie Produktionen stemmen können von 20 bis 25 Millionen von HBO, Netflix und Co. Und da frage ich mich, warum das in der deutschen Kino- und Filmförderlandschaft nicht möglich ist, dass man jungen Filmemachern diese Budgets auch zutrauen kann in der Form. Das habe ich bis jetzt nicht erfahren dürfen leider und meine KollegInnen auch nicht. Und das ist etwas, wo sich auch definitiv wiederfindet in den Filmen, die dann sozusagen in die Kinos kommen. Sie haben einfach nichts Freshes, das ist einfach verstaubt. So. Das ist halt die Frage irgendwie, wie kriegt man das hin, diese Kreativen nicht zu verlieren an Streamingdienste? Also wie kriegt man das hin, dass sie Teil auch der Kino- und Filmlandschaft bleiben dürfen? Also von dürfen ist hier auch die Rede, weil man ihnen dann am Ende auch wirklich keine andere Wahl lässt, als dorthin zu gehen, wo sie respektiert werden als Kreative. Und das ist halt einfach die Wahrheit. So. Wenn ich vielleicht ein paar Aspekte noch mal drauf eingehen darf, das ist eine Beobachtung, die wir in den vergangenen Jahren häufiger gemacht haben. Ja? Auch dieses Zerreiben zwischen vielen die mitreden wollen. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass das Risiko auf möglichst viele Schultern verteilt werden soll und keiner wirklich bereit ist zu sagen, ich gehe jetzt voll ins Risiko und ich nehme auch
mehr Geld in die Hand und finanziere das und stehe dann aber auch dafür. Das ist im Unternehmertum ein bisschen anders. Da übernehme ich ein Risiko und kann damit untergehen, aber ich kann damit auch gewinnen. So, und das ist bei unserem Fördersystem eben ein großes Problem. Deshalb habe ich auch immer gesagt, kann man nicht, wenn wir Juryvergaben haben, das wenigstens so machen, dass es dann einen gibt, der sagt so, ich bin von dem Film überzeugt, ich übernehme sozusagen die Patenschaft, ja, und ich halte auch im Notfall den Kopf dafür hin, damit es eben nicht, wenn zu viele mitreden, dann am Ende ein Mittelmaß gibt, ne, weil das ist ja genau das, was wir brauchen fürs Kino, gute Filme. Wir brauchen, glaube ich, auch eine bessere Stoff- und Drehbuchentwicklung, und da ist das genau mit einer Begleitung, ja, bis es zu der Reife kommt und dann auch tatsächlich überzeugen kann, glaube ich, wichtig, dass wir da noch verstärkt reingehen. Und ich muss auch noch mal sagen, die Frage von Fördersummen, die für Filme dann auch möglich sind, wenn man wirklich Kinofilme machen will, dann müssen die eben auch danach aussehen. Ja? Und richtig. Dann müssen sie, also ich habe es neulich wieder gehört, eine Regisseurin, die eigentlich einen Film auf dem Meer, also eine Buchverfilmung machen wollte und auf dem Meer filmen sollte. Ne? Die muss das Drehbuch umschreiben und jetzt spielt es am Bach. So, ja? Und das Kino könnte aber gerade ein großes Meer und tolle Aufnahmen auf dem Meer gut vertragen. Ja? Und ein Bach ist halt ein bisschen was anderes. Ne? Und wenn das dazu führt, dass man eben Drehbücher auch umschreiben muss, weil die Finanzierung da nicht gewährleistet ist. Also ich finde, wir sollten mehr Mut haben in der Filmförderung. Das braucht es, glaube ich. Ja, ich glaube tatsächlich, wenn man da will, muss man auch mit ein paar liebgewonnenen Routinen brechen. Also sozusagen eine liebgewonnene Routine ist ja, sagen, und die hat jetzt im Bund seit 20 Jahren eigentlich gut funktioniert. Wer auch immer Kulturstaatsminister ist, geht in den Haushaltsverhandlungen zum Finanzminister, kommt mit mehr Geld wieder, sagt, ich habe mehr Geld für den Film rausgeholt, und die Produzentenallianz schreibt eine belobigende Pressemitteilung. Und alle fühlen sich wohl. Aber am Ende hat sich am System nichts verändert. Und dann gab es mal einen Wirtschaftsminister, der wollte auch mitmachen. Der hat dann noch den German Motion Picture Fund entwickelt und hat das aus einem anderen Ressort nochmal gemacht, bekam auch eine belobigende Pressemitteilung und alles ist schick. Aber ehrlicherweise, diese Frage, ob ich mit diesem Mechanismus überhaupt in die Dimensionen komme, über die wir da reden, ist ja schon eine ernst gemeinte. Und die Frage, muss ich nicht an der Stelle das Ding eigentlich kippen und muss tatsächlich zu einer steuerlichen Logik kommen, weil ich überall da sehe, wo wir sozusagen am Ende wirklich die Effekte haben, habe ich die Skaleneffekte in einem steuerbasierten Fördersystem und nicht mehr in einem jurybasierten, das einzelne Fördersummen, die dann ein Limit drauflegen, sozusagen von vornherein ergibt. Es bleibt noch genug Möglichkeiten, jurybasiert zu fördern. Das ist der Bereich Treatment, das ist der Bereich Drehbuch, das ist sozusagen auch der Bereich bestimmter Arthouse-Projekte, die anders nicht realisiert werden, auch im Doc-Bereich und viele andere Bereiche, wo ich das noch brauche. Aber ich glaube, ich brauche daneben auch eine Überlegung, wie ich eigentlich, wenn ich in die Exzellenz rein will, die Summen bewege. Und die bewege ich wahrscheinlich nicht über eine vorab gekappte Fördersumme, die da maximal liegt, sondern über ein dynamisch skalierendes System. Und das wären Tax Incentives. Und die Diskussion wird zu führen sein an der Stelle. Wenn wir wirklich in diese Dynamik rein wollen, dann habe ich aber die Jurys raus. Das heißt, ich gebe an der Stelle ein Stück der Kontrolle auf. Ich glaube aber, das muss nicht schaden. Auch das kann der Güte der Projekte durchaus helfen, wenn da Menschen sagen, ich glaube daran und das funktioniert dann. Ich brauche ja immer noch die Investoren. Ich habe nur die Möglichkeit, an der Stelle sozusagen einen anderen und besseren Hebel hineinzubekommen. An dieser Stelle die Frage, nur muss man zu fragen, brauchen wir denn ganz viele Länderförderungen oder brauchen wir nur noch eine Förderung? Schöne Frage. Es gibt ja Länder, die sich kategorisch dagegen entschieden haben. Helge Albers guckt mich hier gerade ganz nervös an. Ich finde, es braucht Länderförderung, aber auch da ist die Frage, was verstehen wir eigentlich künftig beispielsweise unter einem Regionaleffekt? Also, dass wir das momentan haben, dass wir sagen, so, ich muss jetzt 3 oder 4 oder 5 Studiodrehtage irgendwie hier beiholen, damit ich irgendwie sozusagen am Produktionsvolumen hier was habe. Das führt ja teilweise zu diesem sozusagen Fördershopping, das ich da habe. An der Stelle lieber zu sagen, deswegen finde ich früher ansetzen mit der Förderung tatsächlich schon bei der Stoffentwicklung und dann solche Projekte auch zu entwickeln, die was mit dem Standort zu tun haben, an dem sie entstehen, aus der Filmwirtschaft, die da vor Ort ist, heraus entstehen und sozusagen dann nochmal ganz anders regionalisiert verankert sind. Das ist eine völlig andere Form des Miteinander, Film sozusagen Ökosysteme zu entwickeln und das sozusagen tatsächlich zu bauen. Dann hat so eine Förderung Sinn, wenn die nur da ist, um externe Produktionen mal für 3 Tage einfliegen zu lassen mit all dem sozusagen Ressourcenirrsinn, der damit verbunden ist. Das hat aus meiner Sicht sozusagen keine Zukunft. Es geht um eine tiefere Verankerung in einem lokalen und regionalen Fördersystem, das auch ein filmwirtschaftliches System ist.
Also als eine, die aus Rheinland-Pfalz kommt, wo es eben keine Filmförderung gibt. Ja. Martin Stadelmeier auch immer stolz drauf. Ist, ja, ja, ich weiß. Ist es aber manchmal bitter, ne? Gerade auch mit großen Fernsehstandorten und im Rhein-Main-Gebiet. Das fällt einigen auch echt auf die Füße. Ne? Die kriegen dann vom Kulturministerium kriegen sie eine kleine Förderung, die ist aber nicht kompatibel da mit Filmförderungen. Ja? Das heißt, das nützt ihnen eigentlich auch nicht viel. Also da leide ich oft mit den Kreativen und Filmschaffenden ganz ordentlich mit. Und das ganze System ist ja sowieso sehr fraglich, weil ja Kulturhoheit eigentlich bei den Ländern liegt. So, die machen aber Standortpolitik, ja, mit der Förderung. Und dann macht der Bund halt die Kulturförderung, obwohl er eigentlich für die Wirtschaftsförderung ist. Also es ist eigentlich schon von der Idee her vertrackt. Wir werden das sicherlich nicht sofort auflösen können. Aber ich glaube, was wichtig ist, ist, dass es mehr Kooperationen gibt oder auch Fusionen. Habt ihr ja hier auch vorgemacht, damit es eben nicht diese Effekte gibt. Also dass man vielleicht auch die Effekte anerkennen kann von der jeweiligen Förderung. Ich glaube, Baden-Württemberg und Hessen kooperieren da auch miteinander, damit es eben nicht dazu kommt, dass ich wirklich alle Landesförderungen anschreiben und beantragen muss und dann auch überall meine Drehtage und mein ganzes Set dahin karren muss, um für einen Tag eine Tankstelle auf dem Land zu drehen, die ich auch woanders drehen könnte, aber weil sie halt dort stattfinden muss, dann mein komplettes Set dahin karre. Ich glaube, das haben wir jetzt gehört. Es wäre toll, wenn das irgendwie, ich glaube, es ist nicht notwendig für die Kreativarbeit. Und ökologisch ist es auch nicht. Ökologisch ist es auch nicht und es ist irgendwie ganz wenig. Es ist sicherlich gewachsen aus etwas, aber das war ja auch der Anfang von diesem Gespräch, zu fragen, was kann man eigentlich wirklich neu denken und was muss man vielleicht auch mal wirklich verabschieden andenken. Ich will jetzt die neuen Filmförderung nicht beenden. Du möchtest was sagen, ne? Du kannst jetzt, Amer, ist Amer hier? Frau Konnemann kann bleiben bis 3:30 bis zum Ende des Panels, das nur als Gedanke. Und Sie sind nach Helge Albers dran, wenn ich Sie jetzt richtig... Haben Sie sich gerade gemeldet? Nein. Helge. Hört man? Nein, man hört mich nicht. Test, test, test. Also nur ganz kurz, weil das Thema Regionaleffekte und Drehtage mich umtreibt. Ich glaube, wir müssen in den Begrifflichkeiten scharf bleiben. Regionaleffekte und Drehtagebindungen sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Und Regionaleffekt ist nicht gleich Regionaleffekt. Regionaleffekte sind nicht nur Prozente, sondern haben eine inhaltliche Auslegung und eine qualitative Auslegung. Wir fühlen uns nicht besonders wohl, es macht niemanden Spaß, Prozente zu sammeln, das ist nicht die Aufgabe, aber es ist sehr wohl die Aufgabe, einen Standort zu entwickeln, Standortpolitik zu betreiben, das ist so und das ist die Aufgabe der Filmförderung auf regionaler Ebene. Da geht es aber nicht darum, die höchsten Prozente zu erzielen, sondern die nachhaltigsten Effekte zu erzielen, die sich dann im Moment in Prozenten ausdrücken. Vielleicht ändern sich die Maßeinheiten mal, das kann sein. Vielleicht bleibt es nicht bei reinen Prozenten, die sich in Euro ausdrücken, sondern man kommt zu anderen Maßeinheiten wie CO2-Verbrauch zum Beispiel. Und ansonsten ist die andere Maßeinheit Drehtage. Und da ist es in der Tat so, dass man darüber nachdenken kann, ob zum Beispiel Drehtage, die im einstelligen Bereich unter einer Woche und nicht sozusagen originär in einer Region angesiedelt sind, verzichtbar wären oder aufwiegbar wären gegen andere Effekte. Das ist, könnte ein Modell sein, aber man muss sehr genau darüber reden, worüber sprechen wir eigentlich. Wenn wir 3 Drehtage in Hamburg am Hafen im Drehbuch stehen haben, dann muss dieses ganze Team nach Hamburg zum Hafen kommen, dabei ist die Maus keinen Faden ab. Das ist dann so, auch wenn es nur 3 Tage sind. Wenn wir 3 Drehtage in Hamburg drehen, die Berlin Büro innen spielen, dann sind die möglicherweise verzichtbar. Da müssen aber alle dieses Thema auch neu mitlernen, weil im Moment auch diese Drehtage Angebote ja gemacht werden in der Annahme, dass die Förderchancen höher sind. Das heißt, da muss das gesamte Ökosystem miteinander lernen und dann bewegt man sich da wahrscheinlich auch. Danke. Das ist tatsächlich sehr relevant, diese Entscheidung anzugehen beziehungsweise sich ein System zu überlegen, weil es viele Autoren und Regisseure wirklich auch teilweise zur Verzweiflung treibt. Und es natürlich auch
ne, auf der anderen Seite von Förderländern gerechtfertigt ist. Also ich habe das jetzt auch in den letzten Jahren erlebt, dass ich viel in MDM-Land gedreht habe und eigentlich eine gute Verbindung jetzt zu der Förderung habe und es auch total verstehe, dass sie sozusagen die Filmlandschaft dort pushen wollen, weil wir oft das Problem haben, dass wir zum Beispiel Filmteammitglieder und Teammitglieder dort sehr schwer finden. Also es ist, die Nachfrage ist recht groß, dass da auch Produktionen stattfinden, damit Leute lernen, damit man Leute mitziehen kann, damit dort eine, ja, Filmwirtschaft existieren kann. Ich finde das auch falsch, sich sozusagen die Gelder zu schnappen und abzuhauen und einfach irgendwo zu drehen. Es ist falsch, das sollte nicht die Philosophie dahinter sein. Es geht ja auch um ein Miteinander und es geht ja auch darum, was kann ich sozusagen diesem Filmland, egal wo es ist, wiedergeben, wenn ich dafür sozusagen Geld bekomme. Ja? Allerdings ist es oft so, dass es einem aufgrund der eben Drehtage manchmal schwierig gemacht wird, bis hin, dass man sich wieder in sein Drehbuch-Kabuff zurückziehen muss und sich überlegen muss, wie viele der einzelnen Bilder kann ich denn jetzt zum Beispiel in Hamburg generieren oder in MDM-Land und so weiter und so fort. Das heißt, es hat dann einfach einen Rattenschwanz für die ganze Produktion. Und da muss man auch aufwiegen, spart man denn überhaupt ein oder zahlt man jetzt eigentlich auch nochmal mehr drauf, weil man eben eine Reiseproduktion zum Beispiel hat. Und das sind einfach Sachen, die müsste man abwägen und die müsste man sich gut überlegen, wie sowas aussehen kann. Ne? Also eine Einnahme und Ausgabe jeweils dann in dem einen oder anderen Filmland. Und da, finde ich, gibt es noch keine richtigen Ideen, bis auf eben die Drehtage, die das meiste Geld rausholen, immer. Also ich glaube, wir müssen da tatsächlich rangehen, weil es hat ja viele Effekte, ne? Also ich habe das auch schon gehört, dass Leute gesagt haben, sie müssen dann am Ende draufzahlen oder es ist ein Nullsummenspiel, ja. Dass es überhaupt keinen großen Effekt hat. Auf der anderen Seite sind wir natürlich auch ein vielfältiges Land, das heißt auch vielfältige Regionen und die sollen auch irgendwie vorkommen. Ich will nicht, dass alles nur in Berlin gedreht wird und in Berlin stattfindet. Kann man auch sowieso nicht mehr hier drehen, in Berlin drehen. Ja, ne? Und es gibt natürlich auch Mitnahmeeffekte, ja, ob das ausländische Produktionen oder andere sind, die dann eben, um Fördermittel zu bekommen, eben dann auch ein, zwei Tage drehen, aber man eigentlich das nicht wiedererkennt. Ne? Also es sind unterschiedliche Effekte, ich sage jetzt nicht Regionaleffekte, aber es sind Effekte und die muss man, glaube ich, genau auf den Prüfstand stellen. Was wollen wir denn eigentlich? Wir wollen eine vielfältige, kulturelle, aber auch wirtschaftliche, also das ist ja bei Film eben beides. Es ist ja nicht nur ein Wirtschaftsgut, es ist auch ein Kulturgut und deshalb soll es ja auch unser Land in seiner Vielfalt widerspiegeln und abbilden. Ich glaube, da, wenn ich kurz darf, die Bundeskanzlerin hat gestern eine wunderbare Rede gehalten zum 3. Oktober und hat ihren Ballast erwähnt, der ihr zugeschrieben worden ist nach 35 Jahren, als sie dann in den Westen kam und diesen Ballast ihres vorherigen Lebens nach Duden, hat sie gesagt, abwerfen konnte. Und das hat was mit Vielfalt zu tun. Andreas Dresen hat Gundermann gedreht. Es hat ihn, ich glaube, entspannte 7 Jahre gedauert, diese Finanzierung aufzustellen. Es hat ganz lange gedauert. Er ist gefragt worden, warum macht er nicht Rio Reiser? Wer ist Gundermann? Er hat gesagt, nun lest doch dieses Drehbuch. Da hatten die lange recherchiert für, warum sollen wir das tun? Es gab doch jetzt die Ostfilme. Also die Frage nach Vielfalt. Wer hat die Deutungshoheit? Wann darf ich Geschichten erzählen? Wird es eine Exzellenzförderung geben? Wieso muss ein Andreas Dresen überhaupt beweisen, dass er was kann, wenn der kommt und sagt, er will das, da ist das Drehbuch. Was spricht jetzt dagegen, diesen Film zu machen? Also nur mal so gefragt, der zudem ja auch einfach, ja eben, ein ganzes großes Stück Vielfalt nochmal ganz anders und ganz filigran erzählt hat. Wie können wir das gewährleisten? Ja, aber das ist jetzt ein ganzer Klumpen von Fragen, wenn ich ehrlich bin. Ja, es passt. Also man kann das noch unterstreichen. Also Merkel hat ja sozusagen darauf hingewiesen, dass die 35 Jahre, also das Problem sei, dass die als Ballast bezeichnet werden, weil das ist kein Ballast, sondern das ist Teil ihrer Biografie. Und es zeigt etwas sozusagen an einem westdeutschen Bias in unserer sozusagen Wahrnehmung unseres Landes, dass wir finden, dass ein Aufwachsen in der DDR ein Ballast ist, den man loswerden muss. Also unnützes Gewicht, das ich nur dabei habe, um stabil zu bleiben. Da gab es letzte Woche übrigens eine Kulturzeit durchaus auch einen interessanten sozusagen Beitrag über zwei Soziologen und so einen Philosophen, die über Critical Westdeutschness sozusagen forschen. Also diese Frage, wie tatsächlich genau ähnlich bei der Critical Whiteness, wie sozusagen unsere Vorstellung aus dem Westen, also ich komme aus dem Ruhrgebiet, das war so maximal weit weg, 89 vom Osten, sagen, wie man
die eigenen Frames immer noch über das gesamte Land stülpt und überhaupt nicht in der Lage ist, das andere wahrzunehmen. Ich glaube, das ist das Argument, das spricht für regionalisierte Förderung. Deswegen, dass jetzt Mecklenburg-Vorpommern beispielsweise anfängt, eine eigene Filmförderung aufzubauen an dieser Stelle, das ist genau das Signal, weil dann kann ich solche Sachen entwickeln. Und das sind für mich auch die Effekte, die ich viel spannender finde, die was damit zu tun haben. Entwickle ich erstens Stoffe, die zu der Region passen, in der sie spielen und wo es deswegen auch eine logische Komponente gibt. Der Akkustand ist niedrig, bei wem auch immer lese ich hier gerade, sozusagen eine logische Komponente hat, dass man das entsprechend entwickeln kann vor Ort und das hat dann was damit zu tun. Und das Zweite ist, wirkt es in ein regionales Ökosystem des Films hinein? Also mit den Menschen, die beispielsweise hier von der Hamburg Media School kommen, die von der HFBK kommen, kann ich denen eine Möglichkeit geben, hier weiter zu arbeiten? Kann ich mit den Schauspielerinnen und Schauspielern, die hier sozusagen vor Ort sind, mit den ganzen technischen Gewerken, haben die eine Möglichkeit zu produzieren? Da hat eine regionale Förderung Sinn. Und das andere, dem Dresen jetzt die Möglichkeit zu geben, quasi automatisiert eine Förderung zu bekommen, das, glaube ich, geht nicht, indem man sagt, egal mit welchem Stoff er kommt, die Jury wird ihn immer nehmen, sondern da brauche ich ein System außerhalb der Jury. Und damit wäre ich dann wieder bei automatisierten Systemen und das sind die steuerbasierten. Da wäre das so. Da könnte er sozusagen im Prinzip mit seiner Produktionsfirma sich ausrechnen, was er bekäme, wenn er Summe X investiert. Das wäre genau die Logik dahinter. Da habe ich dann aber natürlich... Da sozusagen regelt dann im Prinzip der kulturwirtschaftliche und filmwirtschaftliche Markt den Zugang, weil ich ja die Gelder habe, um mit der Produktion zu beginnen, unter der Voraussetzung, dass ich eine bestimmte steuerliche Betrachtung hätte. Das wäre eine Variante, wo wir bisher immer sehr vorsichtig gewesen sind in Deutschland. Es gibt auch Gründe, das nicht so automatisiert zu machen, aber sich das mal genauer anzugucken, weil wir überall da sehen, wo es funktioniert, in den letzten Jahren Filmmärkte neu zu entwickeln, ist dieser Weg zumindest in einer Komponente auch beschritten worden. Und ich glaube, diese Komponente hinzuzunehmen, gerade für diese Fälle, wo es um große Summen geht, wo es um die etablierten Akteure geht, denen man damit die Möglichkeit gibt, noch das eine Schrittchen zu gehen, um dann tatsächlich den großen Film zu machen, der auch international funktioniert, das hielt ich schon für durchaus einen Weg, den wir uns genauer angucken müssen. Ganz kurzer Hinweis, Solin, hier kommen nochmal die Kinos eigentlich ins Spiel, wenn es um die regionalen Förderung, die regionalen Stoffe geht, hatten wir ja gerade auch nochmal gesprochen, die Stunde? Welche Stunde meinst du jetzt? Die gerade gedreht wird mit nur 3,5 Millionen von Lars, ja, die Mittagsstunde, danke für diesen Hinweis, wo wir gesagt haben, die Mittagsstunde von ihr war immerhin auf der Spiegel-Bestsellerliste lange Jahre und ihr vorheriges Buch sowieso ist jetzt gedreht worden, wird gerade gedreht und ihr habt sofort gesagt, oh, das wird in München, das ist ganz schwierig und wieso kann das überhaupt funktionieren? Wird es also A, Frage, solche regionalen Stoffe werden die dann nur noch regional gezeigt? Ist das vielleicht aber auch ein... Das darf genau nicht passieren. Eigentlich... Nö, nee, aber vielleicht gibt es ein extra Geld. Für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft ist es doch wichtig, dass ich im Westen weiß, was die Ostdeutschen denken und umgekehrt und die Region. Hallo. Ja, wir kommen sofort zu Ihnen. Eine Sekunde. Echt, es hat keinen Sinn, wenn. Was denn? Ich habe die ganze Zeit auf Sie geguckt, aber Sie hatten nicht sich gemeldet. Habe ich eine Sekunde nicht geschaut? Ich würde erstmal Frau Konnemann. Die ganze Zeit. Ja, los, dann. Geben Sie mir doch einfach mal eine Chance, was zu sagen. Entschuldigung. Ja, bitte. Also, ja. Danke. Ja, los. Mal los. Also es ging um das Thema ja auch der föderalen Struktur auch im Bereich der Filmförderung. Und wir reden jetzt zurzeit alle sehr allgemein und man wünscht sich was. Ich kann nur noch mal darauf hinweisen, dass die Novelle des Filmfördergesetzes genau den Rahmen dafür bieten würde, übrigens auch auf eine Abstimmung und Koordinierung der Bundesförderung und der Förderung der Länder auch neu zuzuschneiden. Und deswegen ist es so wichtig, sich darauf einzustellen, zu sagen, was will ich wirklich? Aus meiner Sicht wäre es fatal, auch aus unserer Sicht als CDU-CSU-Bundestagsfraktion wäre es fatal zu sagen, wir brauchen nur die Bundesförderung und die Länderförderung würden entfallen. Dass sich die Länder, manche Länder dann leider einen schlanken Fuß macht, zeigt zum Beispiel Rheinland-Pfalz. Und das ist kein gutes Beispiel. Dass wir schon Strukturen haben der Zusammenarbeit, zeigen wiederum gut Hamburg und Schleswig-Holstein oder eben auch Niedersachsen und Bremen, die immer auch dafür da sind, dem Grunde nach Projekte zu ermöglichen, die eben stärker auch auf die Region, und jetzt rede ich nicht über Regional- oder Regionalisierungseffekte, aber bezogen sind. Und das ist wichtig, das zu erhalten, übrigens auch in der Breite der Förderung. Im Grunde nach gebe ich aber dem Kollegen Broster auch recht.
Förderung ist das eine, aber es ist für die Frage, was können wir darüber hinaus an wirtschaftlichen Effekten und Akzenten setzen, um ein Stückchen auch von dieser diese Förderabhängigkeit zu beenden. Und ich nenne an dieser Stelle explizit noch einmal den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Wir haben inzwischen es ist kurz vorhin angesprochen worden, auf der einen Seite die Jurys, aber auf der anderen Seite gehört zur Wahrheit dazu auch die Sender, die sehr wohl eigene Akzente setzen, auch zum Teil mit eigenen Akteuren, dass sie das können. Dafür sorgen auch durchaus erhebliche Beiträge aus Gebührenzahlerinnen und Gebührenzahlern. Und vor diesem Hintergrund glaube ich, dass es wichtig ist und das an den Kollegen aus dem Land durchaus auch nochmal zu schauen im Rahmen von Staatsverträgen, welche Impulse sollen dort gesetzt werden und welche Abhängigkeiten sollen dort auch geschaffen werden. Und vor diesem Hintergrund alles erhalten, das heißt Bund neben Länderförderung, aber besser verzahnen, dazu gibt das FFG jetzt die Chance und bitte auch den Sendern ein bisschen mehr als bisher auf die Finger schauen. Danke. Es tut mir leid, ich habe die Hand nicht gesehen oben. Ich habe immer gedacht, Sie melden sich händisch. Also ich würde jetzt gerne nochmal zu einem mir ganz, ganz wichtigen Thema, nämlich rüberschwenken, denn wir haben jetzt diskutiert, wie man Filme ein Stück weit besser fördern kann und ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass wir attraktive, gute Filme brauchen in der Breite. Was mich tatsächlich als Kinobetreiber immer wieder stört, ist erstmal die Unterscheidung zwischen Arthouse und Mainstream. Das ist zum Beispiel etwas, was ich gar nicht mag. Wo wir uns ja alle einig sind, nur im Kino ist Kino Kino. Das heißt also, der Ort macht den Film schön. Der Ort veredelt den Film. Und viele wollen ja auch sogar einen Film im Kino starten, egal unter Ausschluss der Öffentlichkeit oder nicht, damit sie ihn später irgendwie anders verkaufen können oder im Streaming-Bereich geben. Das heißt also, das Kino veredelt erstmal den Film. Und das ist das, was tatsächlich in der Förderung bisher vollkommen vergessen wurde, dass man nämlich guckt, was können wir für die Kinos tun. Und ich gehe da nochmal wieder zurück. Wir haben eine Kulturförderung, das ist natürlich da auch wieder problematisch, die ist Ländersache, logischerweise, und eigentlich keine Bundessache. Aber die Kinos, das ist ein Kulturort. Und ich bitte auch nicht immer unterscheiden zu wollen, welchen Film man zeigt. Und vorhin ist es ja auch wieder gefallen, wenn man Richtung Arthouse ist, ja, dann ist man ein besseres Kino. Wenn man nicht Arthouse ist, ist man ein schlechteres Kino. Ja, das hat keiner gesagt. Ja, aber es kommt ja durch die gewisse Programme, wird das ja durch Förderung tatsächlich dann auch unterstrichen. Und das ist tatsächlich, was mich sehr stark stört. Wir sprachen vorhin von Kreativität. Und ich sage, wir Kinobetreiber sind die Kreativen vor Ort. Wir sorgen dafür, welche Filmreihen wir aufbauen. Wir überlegen genau jeden Montag bei der Dispo, welcher Film ist gut für mein Publikum, wie kann ich eine Filmreihe aufbauen. Und diese Sachen müssen gefördert werden. Wir müssen nicht irgendwie Eintrittspreise drücken oder verändern. Da muss überhaupt nichts gemacht werden. Das Kino selber kann sich tragen. Aber wir brauchen investive Förderung in diesem Bereich. Das Zukunftsprogramm Kino, und da danke ich natürlich auch Frau Konnemann natürlich sehr für, das Zukunftsprogramm Kino hat geschafft, hier mal was zu beginnen. Nur das muss, und das ist mir ganz, ganz wichtig, fortgesetzt werden. Das darf jetzt nicht aufhören. Das ist schön, dass Sie auch nicken. Das ist mir ganz, ganz wichtig, aber das ist, vielleicht müssen das dann auch andere Koalitionäre dann später ausmachen. Das wird sich herausstellen, aber das ist mir wichtig. Wenn wir die Kinos nicht attraktiv haben, wenn wir die nicht schön haben, wenn wir sie nicht divers haben, wenn wir nicht all diese ganzen Voraussetzungen haben, dann bringen uns diese ganzen schönen Filme nichts. Und ich will es mal ganz deutlich sagen, ich sehe uns Kinos in keinster Weise als Konkurrenz zum Streamingdienst. Null und nichtig. Streaming ist Streaming, das ist gut, das ist schön, aber nur Kino ist Kino. Und ich werde alles dafür tun, und wir Kinobetreiber sind uns da einig, alles dafür tun, dass unsere Gäste sich wohlfühlen, dass sie ein Erlebnis haben, dass sie was machen können. Und das ist dann nachher die Kultur. Und das wird ganz von alleine bestehen bleiben. Und man sieht es ja auch an den Stellen, die das gut machen. Da geht es überhaupt nicht um Überlebenskampf. Aber gewisse Strukturen müssen geschafft werden. Und das ist in der Fläche sehr, sehr schwierig. Das muss man mal ganz deutlich sagen. Und wenn da jetzt nicht die Förderung weitergeht oder intensiviert wird, ja, dann holler die Waldfee. Das sage ich auch ganz klar. Aber zum Glück
sind da jetzt die ersten Programme und die müssen fortgeführt werden. Braucht es ein Kultusministerium, um all dieses, was wirklich so vielfältig ist, so komplex ist, so unterschiedlichste Wünsche und Bedürfnisse, die ja immer wieder formuliert werden. Jetzt haben sich gerade man sich getroffen mit über 40 Verbänden. Es gibt so viele. Brauchen wir ein Ministerium, wo das zusammenläuft, wo Sport vielleicht die zweite Abteilung ist, aber Kultur nochmal anders in der Wahrnehmung sich abbilden wird? Ich bin dazu ja aktenkundig. Also ich glaube nicht, dass wir ein Kulturressort brauchen, wenn ich ehrlich bin. Ein Kulturressort würde ein paar der Konflikte, die gerade beschrieben worden sind, zwischen Bund und Ländern nochmal bei allen Seiten triggern und wir würden 4 Jahre über Staatsorganisation reden und weniger Kulturpolitik machen. Aber es gibt ein paar Stellschrauben, die dann doch schon wichtig sind, die aber unterhalb eines eigenständigen, wirklich externen Ressorts liegen. So, man muss noch dazu sagen, wir hatten schon mal ein Kulturressort außerhalb des Bundeskanzleramtes. Das war vor 98 das Innenministerium, da erinnert sich nur keiner dran. Der Bundesinnenminister war immer auch Bundeskulturminister. Das hat er nur nicht so ernst genommen. Deswegen glaube ich am allerwenigsten an das sozusagen Zusammenpacken mit irgendwelchen anderen Ressorts. Was es aber braucht oder aus meiner Sicht braucht, ist zum einen, dass man den Aspekt der Kulturförderung und der Kreativwirtschaft zusammenholt. Das sozusagen sage ich vielleicht auch aus der Hamburger Perspektive, wo ich das Privileg habe, das zu haben. Also wir haben hier die Kreativwirtschaft und die Medienwirtschaft komplett inklusive der ökonomischen Aspekte mit im Kulturressort. Und das führt dazu, dass wir eben nicht nur über Förderung reden, sondern tatsächlich auch über Marktordnungsfragen. Und die sind ja gerade im Film durchaus relevant und in anderen Bereichen auch. Also um es mal aus einem anderen Beispiel zu nehmen, die meisten meiner Kolleginnen und Kollegen bis hoch sozusagen zur Kulturstaatsministerin reden zwar mit den Schriftstellern und Schriftstellerinnen, reden aber nicht mit den Verlegerinnen oder Verlegern, weil mit denen die Wirtschaftsressorts reden, weil Verlage Wirtschaftsunternehmen sind. Das ist Stichwort Ökosysteme zusammenhalten. Ist das so widersinnig wie nur irgendwas? Das müsste man zusammenholen und dann bitte unter der Kulturperspektive, aber mit einer wirtschaftlichen Sensibilität. Und das Zweite, was schon Sinn hätte aus meiner Sicht, wäre sozusagen dem Staatsministerium im Kanzleramt tatsächlich Ministerrang zu geben. Das hätte was damit zu tun, in die Kabinettsabstimmung eingebunden zu sein, wenn es um Vorlagen aus dem sozialstaatlichen Bereich, aus dem urheberrechtlichen Bereich, auch aus dem kartellrechtlichen Bereich geht. Das sind Sachen, die momentan nicht regelhaft durch das Kulturstaatsministerium laufen, sondern nur, wenn der Chef des Bundeskanzleramtes sich daran erinnert, die auch mal um Rat zu fragen. Aber formal hängen die so schräg daneben. Das heißt, wenn man die beiden Dinge macht, dann hat man die strukturellen Fragen gelöst, ohne das Gehudel mit den Ländern sich angeben zu müssen. Weil als Frau Grütters mal darüber nachgedacht hat, dass ein eigenes Ressort für sie schön wäre, eine Woche danach haben die Kulturminister in der Kulturministerkonferenz getagt. Wir haben quasi ohne Aussprache 16-0 beschlossen, dass wir ein Kulturministerium doof finden. Das war auch so einer dieser Reflexe. Und das braucht man ehrlicherweise nicht. Aber das würden die Kulturminister wahrscheinlich beschließen, sozusagen bis es dunkel wird, immer wieder aufs Neue, statt sich um die Fragen zu kümmern. Und wir sollten uns um die Fragen kümmern. Also diese Diskussion wird in Berlin ja sehr heftig geführt. Das ist eben angesprochen. Und ich weiß, dass es auch Kulturleute oder aus der Kulturbranche Leute gibt, die das vehement fordern, weil sie sagen, dann hat man die Zuständigkeiten irgendwie zusammen. Und das würde meines Erachtens auch nur dann Sinn machen, wenn wir tatsächlich die Zuständigkeiten dann auch bündeln würden. Ja? Und ich fände ja auch wichtig, dass auch die Medien fragen, auch wenn das Länderhoheit ist, aber es gibt halt unheimlich viele Schnittmengen. Und viel wichtiger wäre, also ich meine, mit dem Kabinettsrang, damit kann man, glaube ich, gut leben, weil es da eine Abstimmung gibt. Aber das habe ich jetzt so oft erlebt, dass ich mich immer gefragt habe, wo war denn die BKM? Das war bei der Urheberrechtsnovelle. Das war die ganzen Fragen, die jetzt auch relevant werden im Hinblick auf den Digital Services Act zum Beispiel. Da geht es ja auch um Inhalte, Plattformregulierung, die ja Medien betreffen. Und die Frage von, ja, schönes Beispiel, ne, wo ist der Computerspielpreis angesiedelt? Ne, also mit Doro Bär ist er in das Verkehrsministerium gewandert und dann, obwohl er vorher bei der BKM war, wie absurd ist das, wenn man sagt, das ist ein Kulturpreis, ja, dann soll er bitte auch im Kulturressort angesiedelt sein und nicht im Verkehrsministerium. Ja, sogar die Games-Förderung ist im Verkehrsministerium, die 50 Millionen für die Games ja auch noch zu einem Überfluss. Genau, also das ist alles so nach Laune und Vorlieben der jeweiligen MinisterInnen oder StaatssekretärInnen
Und das kann es nicht sein. Also ich glaube, wenn, dann ist es wichtig, eine Bündelung zu haben, auch eine koordinierende Rolle, gerade auch im Hinblick auf Bund-Länder. Also ich würde mir sehr wünschen, und vielleicht kommen wir da ja auch zusammen, dass wir eine Bund-Länder-Kommission einrichten, um genau eine stärkere Koordination der Aktivitäten im Hinblick auch gerade auf das, was auf europäischer Ebene dann kommen wird, dass wir das besser abstimmen. Es gab mal so eine Bund-Länder-Kommission vom Medienstaatsvertrag, wir hatten das vor 4 Jahren schon mal in die Koalitionsgespräche eingebracht, dass man das verstetigen sollte. Vielleicht können wir das wieder aufmachen, weil ich glaube, das ist wirklich wichtig, denn wir erleben ja, dass es keine konsistente Politik gibt. Also Netzwerkdurchsetzungsgesetz, klassisches Beispiel, ja, da haben die Länder dem Bund nicht so auf die Füße treten wollen, war ja auch kurz vor der Bundestagswahl, aber letztlich ist das ein Kuddelmuddel an Zuständigkeiten und das ist nicht gut und nicht richtig. Und deshalb wäre es wichtig, die Zuständigkeiten dann stärker zu bündeln. Also ich möchte das noch ein bisschen erweitern. Ich glaube, wir sind uns einig, dass es jetzt schwierig wäre, da wirklich ein Ministerium zu errichten. Was ich aber möchte, und das ist tatsächlich, ich komme ja direkt aus dem Wahlkampf, und das Thema Kultur, ich sage es mal so ganz direkt, hat null stattgefunden. Und das ist für mich fast ein Armutszeugnis. Also ich war der Einzige in meinem Wahlkreis, der dieses Thema nach vorne gepusht hat. Ich habe mit vielen drüber gesprochen und da habe ich das Gefühl gehabt, die haben das Wort vorher noch nie gehört. Das hört sich jetzt so schlimm an, aber inhaltlich, finde ich, müssten wir viel mehr dafür tun, dass dieser Bereich der Kultur einen höheren Stellenwert bekommt. Wenn das Ministerium dafür sorgen würde, dann fände ich das sogar gut. Denn ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Wir haben viele politische Themen, über die wir gesprochen haben, und Kultur ist eines der Grundlagen überhaupt. Die Kultur ist dafür da, dass wir als Gesellschaft zusammenhalten. Die Kultur ist dafür da, dass die Spaltung nicht weiter voranschreitet, sondern dass wir eine ordentliche Mitte bekommen und wir miteinander reden, dass wir gegenseitig eine Wertschätzung haben, dass wir andersdenkende Sachen aufnehmen können. Das alles kann der Film, das kann das Kino, das kann die Kultur machen. Und ich gehe immer nach vorne und sage, unsere gesamte Kulturpolitik ist die Grundlage auch nachher für die Bildungspolitik. Das wird immer gerne vergessen. Und natürlich auch Bildung ist natürlich auch wieder eine Ländersache. Da sind wir wieder bei der gleichen Sache. Und das muss, finde ich, viel stärker sensibilisiert werden, dass das, was Sie hier machen, nicht irgendwie was ist, um Spaß zu haben, was gerne Spaß machen darf, aber nur so immer nebenbei abzutun. Nein, Kultur ist die Grundlage überhaupt des gesellschaftlichen Zusammenlebens. Und das kommt mir viel, viel zu kurz. Und das müssen wir politisch hinkriegen. Und dann kommen die Sachen nämlich automatisch. Und dann wird sich auch so ein Ministerium vielleicht auch irgendwann aufbauen. Aber wir müssen erstmal dafür Sorge tragen, dass Kulturpolitik überhaupt ja, kulturfähig ist. Frau Sonnemann, Konnemann. Ja, vielen Dank. Also die Strukturfragen haben wir, ich bin seit 19 Jahren dabei und bei jeder Regierungsbildung, übrigens egal unter welcher Koalition, ist die in der einen oder anderen Weise gestellt worden. Es war vollkommen egal, wer da auch gerade verhandelt hat. Das wird jetzt nicht anders sein und zur Wahrheit gehört auch, dass am Ende in einer bestimmten Nacht entschieden wird, egal wer da denn sitzt, wo welche Zuschnitte wie gebildet sind. Das ist leider auch die Erfahrung. Wir haben bei dem Kultusministerium natürlich eine organisatorische Frage, die dem Grunde nach auch ein bisschen was mit der föderalen Verfasstheit der Kultus- und Bildungspolitik zu tun hat. Ich verstehe Ihren Impuls absolut, dass Sie sagen, Kultur und Bildung kommen in einem Bundestagswahlkampf zu wenig vor. Zur Wahrheit gehört, wir haben eigentlich originär keine Zuständigkeiten. So wichtig es auch wäre, um übrigens zu einem stärker einheitlichen Auftritt zu kommen. Das ist ja im Bereich der Bildungspolitik genau dasselbe, dass ich heute Eltern schwer erklären kann, weswegen in 16 Ländern 16 unterschiedliche Regimes herrschen. Aber das nur am Rande. Nur uns wäre damit schon getan, nicht so sehr über Ministerien zu reden, sondern gegebenenfalls auch die Möglichkeiten zur Förderung in diesem Bereich anzupassen. Ich erinnere an den Streit seinerzeit im Rahmen der Föderalismuskommission, war es 1 oder 2, als wir den 115a erweitern wollten und sagen wollten, wir brauchen die Möglichkeit als Bund auch in diesem Bereich fördern zu dürfen. Zurzeit dürfen wir es offiziell nicht, es sei denn, wir nehmen irgendwelche Hintertüren, sei es das Sonderdenkmalschutzprogramm, das immer wieder mal pro Jahr beschlossen wird oder aber eben manches Kulturförderinstrument
Es sei denn, dass es sich um die entsprechenden Fonds handeln, die natürlich, die wir machen können, wie auch zum Beispiel die Deutschen Filmförderfonds oder den German Motion Picture Fund. Vor diesem Hintergrund würde ich nicht so sehr das Augenmerk auf die Frage richten, gibt es ein eigenes Ministerium, sondern die Position des oder der Kulturstaatsministerin stärken, um ihr ein stärkeres eigenes Initiativrecht auch noch einräumen zu können als bisher. Und im Übrigen nochmal über die föderale Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern denken, und dafür müsste man auch an das Grundgesetz ran. Ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen juristisch, ich bin leider Juristin, aber ehrlicherweise habe ich zu häufig gehört, was nicht geht, gerade wegen dieser Grenze. Und deswegen wäre das sicherlich auch ganz gut, sich mal anzusehen. Ja, vielen Dank. Darum ging es ja heute auch, genau so was mitzudenken. Ist da noch ein Gedanke? Ich hoffe, dass da noch ein Gedanke ist. Das wäre ja furchtbar, wenn nicht. Nein, ich bin sozusagen sehr dabei, aber bevor wir ans Grundgesetz gehen, also was die SPD im Wahlprogramm ja vorgeschlagen hat, ist ein Kulturplenum überhaupt tatsächlich mal. Also wir haben ja diese kulturpolitischen Spitzengespräche, da treffen wir uns zweimal im Jahr, steht diese Woche wieder an. Aber ich glaube, das, was ich für den Film vorhin gesagt habe, tatsächlich mal für die gesamte Form der Kulturförderung zu machen, miteinander an einen Tisch, gerne übrigens auch mit den zivilgesellschaftlichen Akteuren, die dabei auf dem Platz sind, wie den Stiftungen, um mal zu gucken, wer macht eigentlich was und wo haben wir reale Lücken und wo haben wir Doppelstrukturen. Das wäre schon ein wichtiger erster Schritt, und dann können wir uns auch die Verfassung angucken. Mir ist aber was anderes noch wichtig, und das, finde ich, hat Nils Minkma letzte Woche furios in der Süddeutschen Zeitung beschrieben. Wir reden, wenn wir über Kulturpolitik reden, übrigens auch da, weil Kulturpolitik im Bund momentan strukturell eigentlich nichts anderes kann als Geld ausgeben, so richtig in besonderen Situationen. Die Frage, wie verhalten sich eigentlich Kunst und Kultur und Politik und Gesellschaft zueinander, ist schon eine, von der ich glaube, dass wir uns die mal angucken müssen. Die Grundidee damals 98, BKM zu schaffen, war ja nicht die Kulturförderung des Bundes zu verbessern, sondern man hatte das Gefühl, es fehlt eine Schnittstelle zwischen dem administrativen Apparat der Bundesregierung und den Debatten und Diskursen und kulturellen Positionen einer Gesellschaft, die sich sozusagen lange Jahre als Kulturnation verstanden hat. Und wenn ich aus Frankreich jetzt teilweise so Sätze höre, sagen von dortigen Intellektuellen, wir nehmen Deutschland nicht mehr als denkende Nation wahr. Also wo sind eure Akteure, die den europäischen Diskurs prägen? Wo sind diejenigen, die tatsächlich sozusagen Vorstellungen davon, wie wir künftig miteinander leben wollen? Und wo ist vor allen Dingen deren Schnittstelle zur Politik? Und wo ist da ein gemeinsamer öffentlicher Raum, in dem wir solche Dinge bewegen? Dieses wechselseitige Interesse füreinander halte ich für ganz essentiell, wenn ich ehrlich bin. Und da müssen wir daran, dass wir tatsächlich sozusagen eine Debattenfähigkeit zwischen Politik und Kultur wiederherstellen, die uns ein Stück weit verloren geht, wann immer wir anfangen, über Filmfördergesetze zu sprechen, über die Zukunft der Bundeskulturstiftung oder was auch immer, weil da sind wir bei Geld. Das ist auch logisch. Aber dahinter gibt es ja eine andere Debatte, die was damit zu tun hat, warum machen wir das überhaupt? Und das hat auch was mit einem wechselseitigen Interesse zu tun. Und wenn wir diese Schnittstelle und diese Räume nicht sortieren, dann werden wir auch in den anderen Debatten immer zu kurz springen. Deswegen halte ich das für eine ganz wesentliche Aufgabe. Was haben eigentlich die Narrative einer offenen Gesellschaft mit der Kultur einer offenen Gesellschaft zu tun? Und nicht im Sinne von, wir wollen jetzt Künstler, die dem Staat dabei helfen, sich besser darzustellen. Das wäre sozusagen die schiefe Ebene, auf die man nicht gehen kann, weil dann rutscht man sozusagen tief in den Sumpf. Aber ein sich füreinander interessieren und ein Miteinander streitig in die Debatte gehen, weil man eine gemeinsame Verantwortung dafür spürt, dass dieses Land mit Vielfalt verantwortungsbewusst und um diesen Reichtum wissend umgehen kann, hielte ich für essentiell. Und da haben wir ein Riesenfeld, das wir bestellen müssen. Darf der öffentliche Diskurs, Stelle, der noch ganz kurz um zu erweitern, ja, dass es auch die Medien mit betrifft. Of also course. Ich will das nicht nur auf Kultur beziehen, weil die Medien immer hinten runterfallen. Und das ist mir ein wichtiges Anliegen. Absolut. Okay, die Medien sind nicht hinten runtergefallen. Entschuldigung, ich wollte nur mal sagen, die Debatte ist offen. Amer, kommt zu mir bitte, ist hier, hilft uns mit dem Mikrofon, kommt rum. Rüdiger Suchsland, wie schön, dass du da bist. Ich gebe dir die nochmal in die Hand. Ah, du hast noch welche. Ja, super. Das Mikro ist bei Helge Albers gewesen. Kommt es besser von außen, egal. Einfach machen.
aus irgendeinem Grund. Ja, man muss vor allem den Griff fischen, by the way. Aber ja, hallo. Danke, Maike, für die Anmoderation. Das war ja eine sehr interessante Debatte bisher. Allerdings gleichzeitig ein bisschen zu sehr, finde ich, beim Bestehenden verbleibend und zu wenig Butter bei die Fische, heißt es in der Ankündigung, in die Zukunft schauen. Ich mochte sehr die Plädoyers für die Kultur. Ich glaube, dass diese Plädoyers auch welche sind für ein Kulturministerium, und es will mir nicht so ganz einleuchten, warum in einem solchen Kulturministerium Zuständigkeiten hin oder her. Aber wenn man mit juristischem anfangen, den juristischen Hindernissen, dann kommen wir natürlich nie zu dem Neudenken, was die Moderatorin am Anfang eingefordert hat. Ich würde mal in die Runde werfen, warum kann denn ein Kulturministerium nicht zuständig sein, auch für Wissenschaft, auch für die Digitalisierung, die jetzt angeblich ganz anders angegangen werden soll in einer Ampel, und für die Forschung. Und das hat ja, wir sprechen auch von kultureller Forschung, das hat ja durchaus was mit dem ganzen Bereich Film, über den wir reden, zu tun. Das als Vorbemerkung. Ich möchte mal drei Fragen konkret stellen für eine zukünftige Filmpolitik. Der eine Punkt ist natürlich die Filmbildung. Die Filmbildung meint die Bildung des Publikums, der Zukunft, also an den Schulen, aber weit über die Schulen hinaus. Filmwissenschaft an den Universitäten, die Bildung der Gremien, da wo es sie noch gibt nach der Automatisierung der Filmförderung, denen schadet auch nicht, scheint mir. Wir kennen alle so unsere Pappenheimer, denen schadet auch nicht, dass ein paar Leute vielleicht sich mal Filme aus Frankreich oder aus Japan anschauen, um dann zu merken, was deutsche Filmschaffende ihnen anbieten an Projekten. Dann ist natürlich die zentrale Rolle, gerade wenn wir über Medien auch reden in so einem Ministerium, das Fernsehen. Das Fernsehen, und das ist einmalig in Europa, auch, glaube ich, in der Welt, ist in Deutschland der Türsteher. Und zwar vor allem der Türsteher, der sagt, du kommst hier nicht rein. Und das heißt nicht, dass da nicht nette Leute sind, kluge Leute, Leute, die mal Filme machen wollten und es nicht geschafft haben, deswegen beim Fernsehen gelandet sind, ist auch super. Das heißt auch nicht, dass es nicht gute Fernsehfilme gibt. Manche können sogar den Filmpreis gewinnen, wie wir am Freitag gesehen haben, und dabei viel bessere Kinofilme schlagen. Aber trotzdem ist Fernsehen was ganz anderes, und es sollte vielleicht nicht die Fernsehästhetik darüber bestimmen, was er dann in seinem Kino zeigen darf. So ist es nämlich de facto, darf. Er kann gar nicht mitentscheiden. Und der dritte Punkt ist natürlich das Verhältnis von Kunst, Kultur einerseits und Wirtschaft andererseits. Ich habe jetzt gehört, und das finde ich anregend, das dynamisch skalierende System, haben Sie das genannt, Herr Broster, dass man mit Steuervergünstigungen Privatinvestoren dazu anregt, in Filme zu investieren. Das ist super. Vielleicht ja sogar in Andreas Dresen. Ich finde es auch immer blöd, dass der dann so anstehen muss zusammen mit den ganzen Filmhochschülern, nichts gegen die, aber als wäre er auch einer, der gar nicht, noch nie was gemacht hat. Nur auf der anderen Seite will vielleicht Andreas Dresen mal einen kleinen, tollen, experimentellen Film machen und weiß, er kriegt dafür, wenn er Glück hat, 10.000 Zuschauer. Und in diesen Film werden die Leute natürlich nicht investieren. Der ist aber vielleicht ganz super. Also, wie schaffen wir es? Und das schaffen wir auch nicht mit den Gremien, die dann darüber entscheiden, dass sie das Drehbuch nicht nachfühlen können. Das haben wir heute Morgen gehört in der ersten Veranstaltung. Sondern wie schaffen wir es, dass wir auch eine dritte Säule schaffen, die ganz Kunst ist und die Filme fördert, einfach weil es sie geben muss, weil die vielleicht sogar relevant sind, aber vielleicht noch nicht mal der Demokratie irgendwie zum Fortschritt verhelfen, sondern einfach nur da sind und schön anzusehen und irgendwas Tolles, Neues bieten. Das wäre die dritte Säule. Neben den Filmen, die sich rechnen, neben den Filmen, die der Staat braucht, damit die Menschen besser werden, gibt es ja auch noch die Kunst. Bist du böse? Nee, ich bin nicht böse. Ich glaube nur, ich versuche das ein bisschen zuzuspitzen, weil das ist doch das, worüber wir hier reden. Und du weißt es doch, deine Kurzfilme, die du mal bei der Berlinale und jetzt hier in Hamburg zeigst, die sind ja oft genau diese dritte experimentelle auch Säule und avantgardistische. Und das brauchen wir doch auch. Wenn wir über internationale Relevanz reden, warum wird denn in Cannes die deutschen Filme gleich mal so beiseite geschoben? Oh Gott, wer muss sich das angucken von uns? Wir haben in diesem Jahr in 4 A-Festivals außer der Berlinale einen einzigen deutschen Film. Der läuft glücklicherweise hier, niemand ist bei den Kälbern. Aber sonst keinen einzigen. Nee, deutschen Film, da reden wir morgen. Danke dir. Wir haben die Avantgarde auf dem Zettel gehabt und wussten, es ist sehr eng. Deswegen haben wir uns an dieser Stelle entschieden. Nein, du hast völlig recht. Das ist der wichtigste, für mich persönlich natürlich der wichtigste Aspekt von Filmförderung. Wie kann man die Kunst nach vorne tragen? Und das ist nochmal etwas, was wir jetzt hier wirklich nicht besprochen haben, weil dafür ist zu wenig Zeit, vielleicht zu den anderen Aspekten von Rüdiger Suchsland.
Naja, vielleicht so, also zu den drei Säulen. Also man muss bei Zuspitzungen ja auch aufpassen. Die zweite Säule gibt es nicht. Also es gibt keine Filme, die der Staat fördert, weil er will, dass seine Bürger besser werden. Ich finde, wenn wir da anfangen, hätten wir auch ein echtes Problem. Also insofern bleibt am Ende ein wirtschaftlicher Aspekt und ein künstlerischer Aspekt. Und für den künstlerischen Aspekt haben wir eigentlich in allen Genres Jurys. Wenn die Jurys nicht das bringen, was wir liefern, dann müssen wir über die Frage reden, wie sehen diese Jurys aus. Aber darüber kann man auch reden und darüber sagen, ist hier in Hamburg geredet worden. Deswegen sehen die Jurys jetzt anders aus, als sie das vor ein paar Jahren noch taten. Und ich glaube, diesen Aspekt muss man sich angucken. Aber jetzt einen anderen Weg zu finden als den, also man kann mit Intendanzprinzipien arbeiten, das ist die Alternative, das hat dann sozusagen eine hohe, das setzt eine hohe Fehlertoleranz voraus unter Umständen beim Geldgeber, aber das kann eine Option sein, aber viel mehr haben wir an dieser Stelle tatsächlich nicht. Insofern würde ich sagen, dann sollten wir uns angucken, wie funktionieren Jurys, dann komme ich weiter. Zum Thema Kulturministerium, ans öffentlich-rechtliche Fernsehen wird das Kulturministerium auf Bund, selbst wenn man es einrichtet, niemals rankommen, weil das ist der Bereich, den würden die Länder niemals preisgeben. Nie, 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 nie. Das liegt auch daran, dass das da sogar bei den Ministerpräsidenten liegt, weil die die Staatsverträge machen und das passiert in 150 Jahren nicht und der Bund wäre den Preis, den das kosten würde, niemals bereit zu zahlen. Insofern bleibt das immer bei den Ländern. Bei der Kultur kann man es anders machen. De facto ist der Bund nicht zuständig, aber wenn da Geld liegt, sagt niemand nein. So, das ist der Effekt, den wir da haben. Deswegen gibt es eine schleichende Zuständigkeit über die Förderung, aber die eigentlich spannende Frage beim Bund, und da wäre er zuständig, und da hat er in meinen Augen in den letzten 20 Jahren zu wenig gemacht, ist ordnungspolitisch, kulturförderlich und kulturfreundlich Regularien von Märkten zu bestimmen. Das ist die Aufgabe, da wäre er genuin für zuständig. Das liegt aber nicht bei BKM, sondern das läge in der jeweiligen Ressortlogik der Einzelhäuser. Die machen das aber nicht. Jetzt aber ein Ressort zu schaffen, das keine andere Aufgabe hätte, als andere Ressorts daran zu erinnern, dass sie etwas machen müssen, tut sich wahrscheinlich keine Bundesregierung an, weil so neurotisch kann man gar nicht sein. So, insofern sind wir da an Punkten, wo wir noch ganz viel miteinander zu tun haben. Deswegen glaube ich, in die Abstimmungsprozesse aus dem Kanzleramt mit einer aufgewerteten Position sozusagen vom BKM zu gehen, ist das sozusagen mildere, aber wahrscheinlich erfolgversprechendere Mittel, weil wir ansonsten 10 Jahre Grundsatzdiskussionen führen. Und ehrlicherweise angesichts der Themen, die wir jetzt hier gerade eben nur hin und her geworfen haben, für die Grundsatzdiskussion haben wir gar nicht die Zeit. Wir haben auch nicht die Zeit für eine FÖKO 3, also eine Föderalismuskommission, wo wir nochmals 8 Jahre darüber unterhalten, wer jetzt was machen darf und wie einzelne Grundgesetzparagraphen aussehen. Dafür brennt an vielen Stellen im kulturellen Bereich, vor allen Dingen nach der Pandemie, viel zu sehr der Baum. Und wir müssen jetzt auf den Platz kommen und Dinge tun und deswegen lieber graduell ein paar Sachen bewegen und dann gucken, was sich dann verändert dadurch, dass wir anders handeln und nicht 10 Jahre Metadiskussion machen, wie wir dann anders handeln könnten, wenn wir gesetzliche Rahmenbedingungen verändert hätten. Das wäre mir zu viele Konjunktive, dazu ist zu viel Dringendes zu tun. Vielen Dank. Hier kommt noch eine Frage aus dem Publikum. Ja, Ralf Gräfer, aber ich wollte noch mal ganz kurz an die drei möglichen Koalitionäre, die auf dem Panel sitzen, nochmal den Appell trotzdem richten. Ich glaube, dass ein Kulturministerium deswegen sinnvoll wäre, weil es sind zwei Bilder, die sich mir eingebrannt haben während der Pandemie. Das eine Bild kennen Sie bestimmt, das ist oben ein Kinosaal leer, lauter Sitze nebeneinander, unten ein Flugzeug vollgepackt mit Menschen, mit Maske. Das ist ja jetzt schwer vermittelbar, das eine geht, das andere nicht. Und das zeigt so ein bisschen den Stellenwert. Ich glaube, dass die Kultur vielleicht doch einen Anwalt oder eine Anwältin bräuchte, eine stärkere. Das zweite Bild ist ein Gespräch von Frau Grütters, das sie zitiert hat aus einem wie auch immer gearteten Treffen mit den Ministern und der Kanzlerin, wo gesagt wurde, hey, wir müssen den öffentlichen Personennahverkehr aufhalten, wir müssen die Innenstädte aufhalten, damit die nicht pleite gehen, die Läden, und wir wollen die Unternehmen offen hassen. Insofern, und dann guckten alle zu Frau Grütters und sagten, und jetzt bist du dran, was können wir denn zumachen? Und zugemacht wurden dann eben Theater, Kinos und andere Institutionen. Deswegen glaube ich, ich mag den Begriff Lobby nicht, aber ich glaube, die Kultur braucht einfach einen starken Advokaten für sie, in welcher Funktion, Struktur, juristisch das möglich ist. Aber ich glaube, das sollten Sie vielleicht doch mitnehmen, dass das sinnvoll wäre, damit eben solche Bilder, die aus meiner Sicht auch kaum vermittelbar sind, Kino zu, Flugzeug auf, dass man das eben sinnhaft, dass man eben mehr für die Kultur kämpft. Also ich möchte da mal dran einhaken. Erstmal, ja, klatschen gerne, sehr gerne. Ich erweite das nochmal. Gottesdienste waren erlaubt und damit Gottesdienste sicher stattfinden konnten, wurden sie in den Kinos durchgeführt. Das ist, daran sieht man mal, wie skurril das tatsächlich ging. Ich will das gar nicht zu hoch bewerten, weil in der Pandemie tatsächlich ja vieles von heute auf morgen gemacht werden musste. Da will ich gar nicht zu sehr angreifen. Aber ich bin da komplett dabei zu sagen, es geht ja auch bei solchen Diskussionen gar nicht darum, Minister,
Ministerium ja, nein, sondern wenn wir das aber hinkriegen, dass die Kulturpolitik auf Bundesebene auch mal wirklich Gehör bekommt, dann ist uns schon geholfen. Auf welchem Weg ist mir sogar egal. Aber ich sage es mal ganz deutlich, es findet zu wenig dazu statt. Und das ist tatsächlich, was ich auch bei den anderen Parteien, nicht nur bei meiner Partei, vermisse, dass ich sage, wir müssen da viel, viel stärker ran, weil das die Grundlage ist. Und natürlich ist es eine Ländersache, Kultur und Bildung, da hat Frau Konnemann ja vollkommen recht, leider. Aber wir müssen da bundeseinheitlich was hinbekommen und dieser Weg geht dahin. Und weshalb machen wir dann nicht beides? Wir müssen sofort jetzt was machen, aber wir können auch mal diskutieren, wie wir so etwas etablieren können. Also das eine schließt auch das andere nicht aus. Also ich möchte da kurz drauf eingehen, weil wir das ja sehr heftig diskutiert haben bei uns auf Bundesebene. Und ich kann bis heute nicht verstehen, dass Frau Grütters nicht vorangeschritten ist und gesagt hat, ich kämpfe jetzt hier für die Kulturschaffenden. Ich habe das nicht verstanden. Und auch die Bundesregierung in Gänze hatte gerade Solo-Selbstständige beispielsweise überhaupt nicht im Blick. Das mussten wir immer wieder einfordern. Und da fehlt wahrscheinlich auch tatsächlich, Lobby ist ein blödes Wort, aber ein stärkerer Zusammenschluss der Kultur- und Kreativbranche, um tatsächlich einzufordern, wir sind eine relevante Wirtschaftskraft ja auch, ne? Und wir wissen ja die Zahlen, ne? Mehr als die Chemiebranche oder so. Das ist wichtig, das stärker in den Fokus zu nehmen. Und man hätte von Anfang an das anders angehen können und müssen. Und erst nachdem der Aufschrei groß war, ist da mehr passiert. Ich weiß noch, bei der ersten Plenardebatte habe ich Frau Grütters angesprochen, habe gesagt, was ist mit den Kulturschaffenden? Wie kriegen wir die jetzt unterstützt? Und dann hat sie gesagt, naja, wir haben ja immerhin Hartz IV vereinfacht, den Zugang. Ja? Und da habe ich gedacht, was ist das denn für ein Bild? Was ist denn das für ein Bild, das sie als Kulturbeauftragte abgibt, als Kulturstaatsministerin. Und da war ich echt enttäuscht. Ich habe mit ihr schon viele Sachen auch gemeinsam gut auf den Weg gebracht, aber da hat sie mir zu wenig gekämpft. Und ob das jetzt mit dem Kulturministerium besser wäre oder mit einem Kabinettsrang, ich glaube, da beißt die Maus keinen Faden ab. Aber das ist auch mit der Person zusammenhängt, glaube ich, die dafür auch nochmal ganz anders kämpft und streitet, das ist, glaube ich, wichtig. Frau Konnemann. Also da Entschuldigung, weil damit wird man, ich müsste eigentlich raus, aber bei allem Verständnis, Frau Kollegin Rösner, aber damit wird man Monika Grütters nicht gerecht. Also wenn jemand wirklich hinter den Kulissen, aber auch in Kabinettssitzungen und übrigens auch sehr offen. Waren Sie bei der Kultur- und Kulturausschusssitzung dabei? Waren Sie dabei? Nein, bei der war ich nicht dabei. Da hätten Sie mal sehen müssen, ich glaube, Entschuldigung, ich würde das wahnsinnig gerne hören. Eine Sekunde. Frau Konnemann, Sie müssen los, glaube ich, haben Sie gesagt. Ja, genau. Ich wollte einfach noch mal, nein, Entschuldigung, ich wollte ausführen, weil es zutiefst ungerecht ist, was Frau Rösner jetzt sagt. Denn ich habe Frau Grütters anders als Sie auch in internen Sitzungen erlebt, wo zum Beispiel Kabinettsmitglieder da waren, aber auch in externen Sitzungen erlebt. Und wenn jemand wirklich deutlich gemacht hat, dass Kultur, übrigens auch Bildung, Medien, aber die Kultur systemrelevant ist und dass es eben nichts zu tun hat mit Freizeiteinrichtungen, dann ist es Monika Grütters gewesen. Und deswegen das, was Sie gerade darstellen, wird ihr nicht gerecht. Ich muss es in aller Deutlichkeit sagen, übrigens auch nicht ihrem Einsatz in den letzten Jahren, wenn jemand für Kultur gekämpft hat, übrigens auch gerade für den Film, für die Kinos, für Autoren etc. ist das Monika Grütters gewesen. Das bitte ich Sie einfach bei aller Parteilichkeit jetzt doch auch mal zur Kenntnis zu nehmen. Vielen übrigens, Dank. Was das Thema Solo-Selbstständige angeht, liebe Frau Rösner, hätten wir gerne was gemacht, aber es ist immer wieder auch an den Ländern gescheitert. Auch das mal so am Rande. Aber das, ich finde, damit wird man mit dem Ganzen nicht gerecht. Die Kultur braucht eigentlich eine große Koalition, egal welche am Ende regiert. Vielen ob das Dank. Nur eine Ampel ist, ob das Jamaika ist, aber diese große Stelle. Koalition wünsche ich mir. Vielen Dank für Ihr offenes Ohr. Tschüss. Tschüss. Danke. Nein, das war jetzt ein bisschen Privatismus. Ist egal. Es ist ja auch schwierig für Sie, weil sie draußen ist. Wir haben noch eine Frage, die würde ich gerne machen, hier oben. Ja, genau. Ich bin der Chef der Recht auf Stadtbewegung und vertrete praktisch die großen Kultureinrichtungen hier. Und
Es ist so, dass wir, dass ich Soforthilfe bekommen habe, Corona-Soforthilfe in der ersten Runde. Ich habe danach nichts mehr beantragt, weil ich das ja wohl wieder zurückzahlen muss. Das waren irgendwie einmal 4.000, nee, einmal 6. Ganz nee, kurz, hat das jetzt was mit Film zu tun? Das hat was mit Film zu tun. Ich bin Filmschaffender. Ich mache seit 12 Jahren mache ich Filme. Die ersten Jahre hauptsächlich mit Kindern. Und es ist mittlerweile so, dass ich meistens in England und Frankreich arbeite. Weil die Bedingungen hier so sind, dass man bekommt Hartz IV. Wenn man Filmförderung bekommt oder eine Unterstützung, dann kann man die Leute bezahlen. Ansonsten arbeitet man eher immer unentgeltlich. Also es ist so, dass es ist ein bisschen wie ein Glücksspiel. So, und ich werde sehr vom Fernsehen unterstützt, also vom NDR hier, das ist ganz großartig. Also ich darf doch einiges benutzen, aber es ist so, dass die Kulturförderung so gesehen ein bisschen geändert werden muss, dass es den Kulturschaffenden in den Kultureinrichtungen möglich sein muss, ein Einkommen zu haben, mit dem sie genug zu essen haben. Alles andere können sie dazu verdienen oder so. Und das würde die ganze Kulturförderung vereinfachen, weil man nicht mehr davon abhängig ist, ob derjenige einen mag, ob er seine politische Richtung mag oder ob er das Aussehen leiden kann oder wie oft er duscht oder was weiß ich nicht, was es da für Gründe gibt, abgelehnt zu werden. Das ist mir eigentlich völlig egal. Es ist mir wichtig, dass die Leute genug zu essen haben und das haben sie nicht. Meine Kulturschaffenden leben von der Tafel. Und damit sie ihre Kultur von dem Hartz IV bezahlen können, was sie kriegen. Und das finde ich eine schlimme Situation. Wir sind, glaube ich, das drittreichste Land, sind wir das fünftreichste Land der Welt, aber da muss man ran. Es geht um eine Lebenswahl, es geht um Absolut. Kinder zu ernähren. Und, genau, es geht um eine Transparenz, die fordern Sie ein. Und das haben wir gehört und das haben wir auch schon in der Diskussion gehabt. Auch das war für diesen Nachmittag zu wenig Zeit, aber die Frage nach Transparenzen in den Gremien ist natürlich eine, die man auch stellen muss und darf. Und das hat auch was mit Kunst zu tun und mit etwas, was schwer greifbar ist. Aber wir haben vieles gegriffen heute Nachmittag. Ich danke dafür. Ich danke für die Zeit. Ich danke für das Zuhören. Und wir sind gespannt. Deutschland nach der Wahl, Deutschland vor dem neuen Film. Kann es nächstes Jahr, wir gucken mal, Berlinale wird passieren. Also vielen Dank für die Zeit, die Sie sich alle genommen haben. Helge. Aha, jetzt, Mikro läuft. So, meinerseits auch nochmal vielen Dank an das Panel für diese wirklich interessante Diskussion. In guter Tradition des Filmfests Hamburg übergeben wir ausnahmsweise keine Blumen, sondern Spenden an den afghanischen Frauenverein in Hamburg im Namen des ganzen Panels. Danke nochmal für die Aufmerksamkeit, für alle, die online dabei waren, an alle, die online dabei waren und an das Panel. Einen schönen Tag noch. Das Film muss schneller werden. Nein, aber es ist genau richtig. Hey!